Willkommen im ersten deutschen Fernsehen, wo Fitna gemacht wird. Willkommen, meine Freunde. Bin gleich für euch da.
Und damit herzlich willkommen im wunderbaren täglichen Morgenstream, meine Freunde. Guten Morgen, meine Freunde. Seid ihr alle da? Ich sehe, es ist ein alter Zuschauer mal wieder da. Oh mein Gott, er ist wieder da, Leute. Er ist wieder da. King Brot, was geht? King Brot, hallo, ich bin hier. King Brot, was geht? Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Und Aki und Dario sind natürlich auch da. Darüber freue ich mich jetzt aber nicht. Okay, nein, Spaß. Was geht, Leute, was geht? Ich habe das Gefühl, Trash Moti ist nicht mehr so geheim. Ich habe auch das Gefühl, dass wir hier nicht mehr geheim sind, Leute. Aber wir ändern das jetzt einfach von... Und natürlich, Mike ist auch da. Was geht, Mike? Ich habe heute mal wieder alle persönlich angeschrieben. Denn ich habe mich daran erinnert, wir hatten doch damals die Liste von Leuten, die persönlich angeschrieben werden wollen. Ja, jetzt schreibe ich, weil King Brot hat mir das nochmal in den Kopf gebracht. Und jetzt, jetzt schreibe ich mir wieder Leute persönlich an. Wie zum Beispiel King Brot. Die persönliche Einladung, Leute. Es gab gerade ein sehr schlechtes Timing. Ich wurde gerade hier nach PE eingeladen und ich muss jetzt PE machen. Was geht, Leute, was geht? Na? Aki, du kannst, ich habe das eben gelesen, du kannst gerne mein Essen essen, was ich noch im Kühlschrank habe, und dann mache ich mir später was Neues. Was geht, Leute, was geht? Moin, moin. Wir müssen direkt mal umschalten, das Spiel. Denn der Kampf geht gerade los, Leute. Der Kampf geht gerade los. Was soll ich tun? Und das hier ist anscheinend nicht mehr der geheime Channel. Das ist jetzt einfach der MMO-Channel. Welcome to MMOT. Willkommen auf MMOT, Leute. Ich habe auch, daher, dass der gute King Brot und Mike mal wieder da sind, habe ich auch direkt mal die Streaming-Playlist angemacht, auf Nostalgie angelehnt. Was geht, Leute, was geht? Guten Abend. Wir machen hier jeden Tag, für alle zur Information, wir machen hier jeden Tag exakt dasselbe. Nämlich jeden Tag dieselben Dailies, Leute. Einfach großartig. Und manchmal kriegt Darius unten rechts seine Content-Cam. Damit man auch mal was anderes sieht, außer meine Dailies. Was geht, Mann? Wir wollten heute doch die Kebabs selber machen, das stimmt. Das stimmt. Ja. Oder du isst jetzt... ja. Wir machen wohl morgen die Kebabs, würde ich sagen. Aber wenn du großen Hunger hast, dann ess mein Essen. Dann ess mein Essen. Alles für dich. Alles für dich, Aki Maki. Was geht, King Brot? Wie geht Leben, Mann? Ihr geht leben. Dich habe ich ja ewig nicht mehr gesehen. Jetzt berichte bitte nur Positives. Okay. Spaß. Und Mike, wie geht bei dir Leben, Mann? Die schreiben alle so wenig, Leute. Ich weiß nicht, wie hungrig ich bin. Ich würde gerne nur essen, bevor ich auf und davon bin. Sonst macht ihr die Hälfte und ich esse dann auch nochmal die Hälfte und dann essen wir heute Abend nochmal. Dann essen wir heute Abend nochmal richtig. Ich bin gleich sofort wieder hier, Leute. Ich muss ganz, ganz kurz so tun, als würde ich hier mithelfen. Wir sind nicht interessant genug. Leute, ich sehe euch jeden Tag. Ich weiß, wie euer Leben ist. Grausam. Okay. Bei mir geht Leben so, ich baue mich mental mit Meditation wieder auf und wandere viel gestern, heute und Orte hier auf Rügen entdeckt, die einfach majestätisch sind. Insane, wie viel ich hier noch nicht kenne. Alter. Das ist aber richtig nice. Das freut mich wirklich. Das freut mich. Du hattest mir ja erst geschrieben, dass bei dir momentan ist. Und dann wolltest du ja mal wieder vorbeikommen, aber... Dann ja auf einmal doch nicht mehr. Willst du den alten Mutti nicht sehen, oder was? Okay, okay. Aber nice, Mann. Sehr, sehr nice. Spazieren gehen ist wichtig
und richtig. Und die Welt entdecken da draußen ist auch wichtig und richtig. Man kann ja nicht immer in Videospielen existieren, so wie ich jeden Tag. Nein, tust du nicht, du schaust immer nur zu Hörnchen. Was? Was? Leute, was geht, Mann? Wir machen wie jeden Tag unsere langweiligen Dailies. Und Leute, womit beginnen wir heute wieder? Richtig! Die Sushu-Quest. Wie immer. King Brot hat geschrieben, man lebt so in den Tag. Ja, ja, ja. So ist es. So ist es. Man lebt und man lebt. Ja genau, und dann habe ich angefangen zu meditieren, dann gingen Dinge besser und gewisse doofe und eventuell gefährliche Gedanken waren wie weggeblowt. Sicherlich erstmal nur Placebo-Effekt, aber wenn ich dran bleibe, dann wird das wieder Normalität mit dem guten Mindset. Ich hoffe es für dich, Mann. Ich wünsche dir viel Glück. Ich wünsche dir viel Glück. Das ist doch sehr, sehr gut. Ich nehme mir seit 3-4 Jahren vor zu meditieren. Ich habe es bis jetzt ganz 0-mal geschafft, weil ich Profi bin. Ja. Ich weiß nicht, ich komme irgendwie nicht dazu. Ich komme einfach nicht dazu. Aber ich bin natürlich dankbar für alle eure Augen. Dürrt, dürrti dürrt. Dü, dü, dü. Ich mache hier sehr spannende Leute, Sachen, Leute. Bin ein bisschen aufgeregt heute, so alte Leute hier, so. Die von damals noch, Mann. Merkt man das? Nein, merkt man nicht. Merkt man nicht? Nee. Badamin, stell dir vor, du stehst in einem Wald auf einem großen Kreideberg und hast dann Overview über eine ganze Stadt plus das Meer am Horizont. Das ist einfach mein Himalaya. Zu geil, der Spot. Was? Bruder, da würde ich... Den musst du mir irgendwann zeigen, wenn ich mal wieder nach Rügen komme. Bitte. Bitte lad mich auf deinen Spot ein, Mann. Das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich cool. Gibt es in Deutschland, also ja, das ist auch in Deutschland, aber gibt es nicht diese eine riesengroße Stadt, Stuttgart, oder irgendwie sowas in der Art, wo man auch auf so einen Berg kann und die ganze Stadt sieht? Aber da fällt kein Meer. Eigentlich genauso geil wie auf dem Tower, wo wir waren, nur die natürliche Komponente knallt dazu noch hart dazu rein. Einfach wunderschön. Ja, der Tower war auch. Der Tower war auch nice, ja. Ich habe gerade meine Quest gemacht, oder? Ja, habe ich. Die Realität gerät durcheinander, wenn ihr wieder da seid, Leute. Was geht? Diese Schuhbox habe ich schon geholt, die PEs habe ich schon gemacht, Schoolspy habe ich heute nicht, T5 Daddy habe ich heute auch nicht. Dann, also den Rework Inner Leveln, nicht vergessen. Das hatte ich einfach übersprungen. Und einmal in den Master Student Shop gehen und die Token kaufen. Nice. Und dann ab in die Schule. Was ist das? Lol. Lol. Das ist mir noch nie passiert. Ich wusste nicht, dass man PE durchs Sterben triggern kann und dann eine Benachrichtigung bekommt. Das ist mir das erste Mal in 100 Jahren Spielen passiert. Eigentlich genauso geil wie auf dem... Achso, das habe ich schon gelesen. Okay, dann einmal die Box holen. Und dann brauchen wir in der Schule auch nichts mehr machen, weil School Patrol haben wir jetzt rausgeworfen. Weil das habe ich genug Dinger gesammelt, brauche ich nicht mehr. Und Spine ist heute nicht.
Und die Five Daddies sind heute auch nicht. Leute, wir haben wieder so ein Ding wie gestern. Ich bin gleich. Ich habe sogar heute schon Impart Knowledge gemacht, weil das war eben. Ich bin gleich schon wieder fertig mit den Daddies, Leute. Psst. Sag das niemandem. Wir müssen jetzt Jinling, Luoyang, Ghost City, Night City, Chesed. Obwohl, wir haben Cheer and Crisis jetzt dazu bekommen, Leute. Ihr habt mich noch ein bisschen, ja? Ihr habt mich noch ein bisschen. Und heute war ich an einem ultraschönen See und habe Gitarre gespielt. Das war so nice, sich die geile Natur anzugucken und dabei vor sich hin zu herzuklimpern. Bruder, du hast ja gerade richtiges Good Life. Mach uns mal nicht alle neidisch, Bruder. Ich habe mir extra für sowas geholt, ist halt eine Mischung aus Gitarre und Ukulele. Auf ganz entspannt. Es fehlt nur noch, dass du mir sagst, dass du jeden Abend da im Garten chillst und Lagerfeuer machst. Okay. Ich frage mich auch schon, wie ich das die nächsten Tage toppen will. Braucht man ja nicht. Hauptsache, es bleibt in einem guten Mut, würde ich sagen. Hauptsache, es bleibt in einem guten Mut. Freut mich richtig. Ich habe mir schon halb Sorgen gemacht, dass du nicht so gut drauf warst. Oder wolltest du nicht mal zum alten Modi vorbeikommen? Der besorgte Moti. Darius Content Camp, Leute. Wir haben die Darius Content Camp vergessen. Da ist die Darius Content Camp. Damit ihr nebenbei noch ein bisschen echtes Gameplay habt. Für die, die jeden Tag hier sind und jeden Tag dasselbe sehen. Dennoch, falls du vorbeikommen willst, du hast hier eine Couch, auf der du campen darfst. Der Camper. Ihr könnt doch alle auf meiner Couch schlafen. Gleichzeitig. Okay. Leute, wir haben auch eine neue Besonderheit im Stream, ja? Wir haben eine neue Besonderheit im Stream. Ich habe mein Lego aufgebaut. Ich weiß, ich wollte das im Stream machen. Ah, warte mal, Hogwarts leuchtet nicht mal. Guck mal, Leute, guck mal. Für die echten Fanboys unter uns, Leute. Expelliarmus! Okay. Ja, Mann. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Leuchti-Leuchti-Deko. Weil das wunderschön aussieht im Hintergrund. Und wir haben hier dieses wunderbare Schild, was ich von dem Lost Place geklaut habt. Genau von dem, du weißt, Mike. Wir waren noch mal da. Und wir haben dieses intakte Schild gefunden. Großartig, oder? Moin, moin und schick. Danke, danke. Danke, danke. Guten Abend, Liu. Guten Abend. Guten Abend. Um Modi zu zitieren, mehr Lichter. Du hast das Meer vergessen. Mehr Lichter sind immer besser. Genauso. Real Talk. Danke für das Angebot, aber mir fiel auf, dass ich noch auf einen sehr wichtigen Brief warte, nachdem ich fragte, ob ich langkommen kann. Die lassen sich aber auch Zeit. Classic Andy. Bruder, ich bin der Classic Andy. Was geht? Guten Abend. Hier Dings.
Hier. Elvis. Guten Abend. Jetzt sind Darius und Jesse hier. Ich glaube, ich brauche bald 10 Content Camps. Das ist mein Name. In manchen Kreisen. Okay. Guten Abend. Besagte Person. Die wissen, die wissen. Hat sich bis jetzt aber noch nicht gemeldet hier. Also wir sind hier. Wir sind in Sicherheit, Leute. Bitte glaub mir. Ich bin für eine Content Cam, wo die UAW Dailies macht. Ja. Warum nicht neben den Dailies noch ein paar Dailies sehen? Auf ganz entspannt. Doppelte Dailies aus AOW. Bin ich auch für. Ein Name, dessen Anagramm Sau ist? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, worüber du redest. Ich hatte letztens, vielleicht habt ihr das gesehen. Hat irgendjemand von euch mein VOD-Channel abonniert, Leute? Ich hatte in letzter Zeit sehr kritische Videos. Ich hatte vielleicht einen ganz kleinen WoW-Rant in einem Stream gehabt, wo wir mal MMOs verglichen haben und Communities und so. Ah. Ich weiß ja nicht, ob das meiner alten Gilde gefallen hat, was ich da so gesagt habe. Aber ich habe hochgeladen, Leute, ich habe hochgeladen. Manchmal muss man einfach mal Real Talk spitten. Der spittende Moti. Und in der Leo Camp, eine Show Camp, die Dailies macht. Dailies. Was? Oh ja. Die Dailyception. Darius-san, was ist los mit der Content Camp? Habe ich meine Daily gerade abgegeben gehabt? Ja, oder? Leute. Ich achte auf gar nichts mehr. Hier muss ich Farben zusammensammeln. Beste Daily auf dem Planeten. Schwarz, weiß, blau, orange. Schwarz, weiß, blau, orange. Schwarz, weiß, blau, orange. Das Blau hier, oder? Ja. Nice. Ich werde bald wohl auch mal wieder auf Zed Modi streamen, Leute. All die Leute, die wieder hier sind. Wer? Ich weiß nicht, worüber ihr redet, Leute. Ich weiß nicht, worüber ihr redet. Gar keine Ahnung. Okay, ab nach Luyang. Der Server lässt mich nicht rauf. Ich glaube, der ist überfordert. Welchen Server meinst du? Was spielst du denn? Ah, da ist wieder Darius Cam. Da habt ihr wieder Content, Leute. Der Ahead in Time Server? Ich dachte, das läuft lokal. Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung, das müsste Darius euch zeigen. Ab nach Luyang, Steine schleppen. Beste Daily auf dem Planeten. Früher habe ich den immer verweigert, ich hatte gar keinen Bock da drauf. Leute, ich habe heute kein Thema mitgebracht, muss ich sagen, ne? Ich habe keine Ahnung, worüber ich heute reden soll.
worüber ich heute wieder ranten solle, oder eher gesagt. Wie wär's mit dem Thema, dass ihr alle undankbar seid? Okay. Das ist mein Lieblingsthema, wenn mir nichts einfällt. Aber die Neuen verstehen den Joke nicht. Die Neuen. Das ist spannend, oder Leute? Ich habe hier so einen Stein. Man muss ihn schleppen. Die neuen Alten. Man muss ihn schleppen. Dort hinten zum Wasserloch. Um das Wasser zu erheben. Weil ich muss, keine Ahnung warum, da irgendwie Wasser reinkriegen. Leute, fragt mich doch nicht. Spannenderweise. Ich hasse die Quest so sehr. Früher hatte ich gar keine Nerven dafür. Aber jetzt, wo ich sie schon 13 Mal gemacht habe, ist ganz entspannt. Zur Hälfte. Dafür sind wir aber Süßis, weil wenn man süß ist, kommt man auch weiter. Man muss ja nicht dankbar sein. Das stimmt natürlich. Dankbar muss man natürlich nicht sein. Die lasse ich aus, du Frau. Du auch? Ich mach die jeden Tag, Mann. Ich mach die jeden Tag. Jeden Tag. Aber früher habe ich die auch immer ausgelassen. Zumindest bin ich jetzt so hoch, dass ich den Stein lange tragen kann. Weil wenn man doch Low Level ist, dann kann man erstens die großen Steine nicht tragen. Dann musst du 100 Mal hin und her rennen. Und wenn du dann mal endlich den Stein tragen kannst, dann kannst du ihn auch nur kurz tragen. So höher deine Stufe ist, desto länger kannst du diesen scheiß Stein tragen. Die in Sushu mache ich auch selten. Aber die in Sushu ist doch mega easy. Die ist doch einmal nur klick, 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 klick und fertig. Die weiß man doch auch noch zweimal machen auswendig. Das Einzige, was auch unlogisch an den Bildern ist, finde ich, ist Dirt. Weil Dirt ist ein Musikzeichen. Was hat Musikzeichen mit Dirt zu tun? Aber der Rest ist eigentlich auch relativ logisch von den Bilderchen auf den Steinen drauf. Ich laufe bequem, wenn ich gehe. Pink im Portemonnaie. Einer der besten Songs jemals. Bitch, ich laufe bequem, wenn ich gehe. Sie schreibt mir nach, dass ich hier fehl. Bitch, ich laufe bequem, wenn ich gehe. Ich glaube, auf diesem Song hat Mako auch seine Karriere aufgebaut. Ich habe zweimal versucht, San Andreas Definitive Edition auf 100% zu bringen. Beide Mal war es verbuggt schön. 130 Stunden für nichts. Aber hey, der Weg ist das Ziel. Und nur Gott weiß, wohin dieser führt. Jeder will ein Foto mit dem Jungen, der auf Fotos grinst, Interviews nachts um 3. Hauptsache, die Promo stimmt. Ich bin ein großes Kind. Und auch die Farbe des Scheine in meiner Hose stimmt. Okay, kurzer Freestyle, Leute. Da hast du mich getriggert. Leute, glaubt nicht an Gott, glaubt an euch. Okay. Kurzes Statement zwischendurch. Hatte trotzdem Spaß beim ersten Run, aber deutlich mehr als beim zweiten. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch, aber entspannt, Mann, entspannt. Das ist halt Re-Rap selber schuld, weil es spielst du nicht die normale. Oh je, oh je. Question. Welcome Jojo04. Welcome back to stream. Question. Do they still have the event in Beggars for Gear Jams? I don't know the event in Beggars for Gear Gear Jams. I never did this before. I don't know. Absolut, ich weiß, weil ich Platin-Trophäen geil war. Der Platin-Trophäen geil. Was will der von mir? Der hat mir 3 PvP-Anfragen gesendet. Okay, Leute.
Jetzt geht's wieder nach Dreamland. Zum Glück muss ich nur noch das Einfache dort machen. Und nicht mehr den Typen auf der Brücke killen. So viele Tage versucht, den Typen zu killen. Aber irgendwann habe ich es endlich geschafft. Ja. Die alte Streaming-Playlist ist so nostalgisch. Ab nach Dreamland. Wie schnell man hier einfach reingepausiert wird. Ich vergesse es jedes Mal, dass man hier keine Flying Skills benutzen darf. Ich habe ein Fliegenhirn, Leute. So viele alte Gesichter wieder hier. Ist King Brot noch im Lurk-Modus, Leute? Ich vermisse King Brot. Wo ist King Brot? Denn so kennt man den alten Moti. Immer abfragen, ob Leute noch da sind. Oh mein Gott, er ist da. Er ist da. Ich überlege gerade schon die ganze Zeit, wie ich dich in ein Gespräch verwickle. Lurke, wie immer. Der Lurke. Ich hab dich früher dazu gebracht, viel in den Chat zu schreiben. Ich muss meine Fähigkeiten wieder erlernen. Der Schachspieler in der Moti, okay. Übrigens, ich hab den WoW-Stream nochmal geschaut. Empfehle ich jedem von euch, Leute. Ich empfehle jedem, den WoW-Stream mal zu gucken. Ich finde, ich habe dort ein richtig gutes Thumbnail hinbekommen. Nur für Thumbnail, Leute. Ihr solltet das nur wegen dem Thumbnail gucken. Jesse meinte auch schon, ich sollte eigentlich ein richtiges Video über die Thematik machen, weil das Thumbnail eigentlich verschwendet ist für so einen Stream, für so ein VOD. Aber das wäre wieder so viel Arbeit, Leute. Ihr wisst doch, ich bin der Arbeitsverweigerer Number One. Apropos, falls hier irgendjemand von euch noch kein Follow dagelassen hat, ne? Erstens, schämt euch. Zweitens, ihr könnt es noch nachholen. Um weniger undankbar zu sein. Ich habe die Nachricht einfach nicht weitergelesen. Da meintest du wegen Chester-Testen und so weiter, dass ich dich ja zu schnell umhaue. Genau dafür ist doch Snow da, wenn du testen willst. Ja, aber der haut mich auch um. Du Lustiger. Okay. Mal gucken, wir müssen mal wieder kämpfen, ob ich inzwischen stark genug bin, dass ich vielleicht Snow umhaue. Aber hat der auch das Chess-Set? Aber ja, müssen wir mal machen. Nur man muss nur mal dran denken, wenn man Zeit hat. Man denkt immer nur an die Dinge, wenn man gerade keine Zeit hat. Also ich zumindest. Und wenn ich dann Zeit habe, denke ich mir, was wollte ich nochmal machen irgendwann? Irgendwann, irgendwo. Sogar ein bisschen gelevelt. Oha. Ich nicht, ich hab's noch auf Level 1. Hörnchen ist ein Süßer, er ist heute ein Kuschliger. Er hat auch eben schon versucht, mich zu kuscheln. Aber ich bin froh, dass er gerade dich kuschelt und gerade nicht den Stream sabotiert, wie sonst immer. Auch wenn das heißt, dass ihr den guten alten Hörnchen nicht sehen dürfen. Ich finde, das Areal hier sieht richtig cool aus. Wenn nur alles in Age of Wushu so aussehen würde. Ich glaube, das hat mal irgendjemand hier in den Chat geschrieben. Ich erinnere mich an etwas.
Leute, ich habe inzwischen englische Zuschauer, wie ihr eben vielleicht gemerkt habt, weil ich halt dieses US-Spiel hier spiele. Ich habe teilweise in den ersten Streams, habe ich teilweise eine Stunde oder sowas nur auf Englisch geredet. Das war so hart. Und ihr wisst, wie ich Englisch rede, Leute. Aber mit den Tagen, mit jedem Tag mehr hat es sich immer natürlicher angefühlt. Kann man schon machen. Wenn du keine Zeit hast, dann hole ich einfach Snow und Stream Snipe. Ach so. Aber das wäre schon cool, ja? Ich wollte noch nie gestreamsniped. Okay. Vielleicht ist das ja eine Erfahrung, die man mal gemacht haben sollte. Jetzt, wo gerade die Leute wieder da sind, würde ich echt gerne eine Umfrage machen. Aber wir können hier keine Umfragen machen. Leute, ihr wisst doch noch, Undertale, damals. Jetzt sind, glaube ich, genug Leute, um das zu entscheiden. Wenn ihr Lust habt, ja? Eins, schreibt mal eins in den Chat für wir machen das Finale noch. Und zwei für wir ficken auf das Finale und vielleicht fangen wir irgendwann neu an. Jesse ist für zwei. Oh je. Yeah. Aki ist für eins. Wollt ihr das Finale noch sehen? In der Zeit warst du kaum da, das stimmt, ja. Die Undertale-Streams waren so süß. Das war auch so ein süßes Spiel. Du weißt das meiste doch eh schon nicht mehr. Keine Ahnung, an was ich mich alles wieder erinnere, wenn ich im Spiel bin. Mein Gehirn funktioniert anders, Leute. Ich kann mich auf dem Stehgreif meistens an nichts erinnern. Aber wenn ich dann zum Beispiel jetzt, ich habe damals als Kind lustige Taschenbücher gelesen. Ich würde jetzt keine Geschichte erzählen können, aber sobald ich das Buch in der Hand habe und die ersten Sprechphasen lesen würde, würde ich alles wieder wissen. Okay, also ihr sagt eher nicht. Ja. Okay, Leute, dann lassen wir das. Dann streamen wir vielleicht Undertale nochmal von vorne. Die nächste. Ich habe jetzt auch überlegt, Leute, wir sehen die Multi-Streams jetzt als Staffeln, ja? Wir sehen das jetzt als Staffeln. Manchmal, da bin ich einfach mal ein paar Wochen weg, random. Aber ich versuche nicht mehr Spiele einfach abzubrechen. Das ist wirklich nicht okay. Und die nächste Staffel Multi, Leute, ich habe schon so viele Spiele und alles auf der Liste. Ich werde mir dann noch ein paar Gedanken zu machen. Ich werde mir einen groben, festen Plan machen. Und dann haben wir wieder ordentlich Content und weiß ich nicht. Dann bin ich wieder für ein, zwei Monate da wahrscheinlich. Vielleicht auch länger. Vielleicht bleibe ich auch diesmal. Aber es wird nicht mehr versprochen. Es wird hier nichts mehr versprochen, Leute. Außer, dass ich Spiele beende, okay? Das ist ein Versprechen, das kann ich bestimmt einhalten. Wir sehen das jetzt hier als Staffeln, Leute. Manchmal brauche ich einfach ein bisschen Auszeit. Nur, dass ihr alle Bescheid wisst. Und vielleicht wird auch nicht alles auf dem Plan in einer Staffel gemacht. Aber dann haben wir halt wieder genug für die nächste. Es geht mir so bei jeder einzelnen Cutscene in Kingdom Hearts 1. Sobald ich spiele, kann ich es auswendig miterzählen. Ja, so funktioniert auch mein Gehirn. Hauptsächlich auf Muscle Memory. Beenden wir Monster Hunter, füge Zahl einem Stream? Was? Ich weiß ja nicht, ob Monster Hunter so das Streaming-Spiel ist. Ich glaube, das wäre dann wieder eher was hier für. Jetzt habe ich direkt verkackt, ne? Ich mach von vorne.
wenn das geht. Geht das? Ich mach einfach mal. Das wäre dann eher was für den Channel hier, würde ich sagen, weil das ein Grinding-Game ist. Trash Moody, es wäre was für Trash Moody. Ja, genau. Wäre eher was für den Trashy-Account, für MMOT. Schwierige Aussage während du Video. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Ich hab mal wieder vergessen, was ich sage. Okay, Mike. Es war schön, dass du da warst, Mann. Lurk ein bisschen. Viel Spaß beim Lurken. Jedes Monster Hunter kann man bis zu 4 spielen. Hey, Zira! Bist du der dritte Hunter? Das ist eine gute Frage. Ist Darius der dritte Hunter? Ich habe eine Prognose, aber die werde ich euch nicht sagen. Ahead on Time steht auch auf der Liste, Leute. Habe ich voll Bock drauf. Einfach Mario 46 und Donkey Kong 64 in einem Spiel, wie es aussieht. Also auf den ersten Blick. Da werde ich nicht dabei sein. Ist ja auch keiner gezwungen. Musst du ja nicht, Mann. Musst du ja nicht. Wenn du mich nicht sehen willst. Du undankbar. Okay. Ach, das mit dem Spiele beenden bezog sich nur auf den anderen Kanal. Ja. Auf dem anderen Kanal. Wie Age of Wushu zu Ende spielen. Das ist gar nicht möglich. Was ich aber auch gut finde. Es gibt kein Ende, was du hinterher rennst. Du spielst einfach just for fun, um mal wieder das WoW versus AoW Case aufzumachen. Du spielst einfach für dich. Du spielst für dein Ding. Für deine Identität. Du kannst machen, was du willst. Ich habe auch überlegt, kleiner Joke, Leute. Halber Joke. Weiß jetzt nicht, wie jokey das ist, aber Leute, hier im Spiel gibt es den Fisherman. Und ihr seht, man kann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Level in Fisherman hochgehen. Und dann kriegt man einen super-duper Fisherman-Expert-Titel, Leute. Und wenn ich dann noch ins Ranking gehe, Leute, wenn ich dann noch ins Ranking gehe, dann kann ich sogar das Identitätsoutfit Moment. Painter. Poison Master. Herbalist. Fisherman, Leute. Dann kann ich dieses Drippy Fisherman Outfit bekommen, Leute. Was haltet ihr von Fishing Streams? Die spannendsten Streams auf dem ganzen Planeten. Die guten alten Fischer Party Streams, Leute. Das Outfit ist so hässlich. Ich habe gedacht, das wäre schöner. So sieht doch jedes zweite Outfit aus. Naja. Das für Chess habe ich noch auf der Bank. Darf man das behalten? Was? Das für Chess? Welches war das für Chess? Master, Fisherman. Wiki, das hier. Hält 2 Wochen. Aber bist du in der Top-Liste dafür? Leute, dafür muss ich nur Fisherman Ranking 1 werden. Auf easy. Um die guten alten Anfangsstreams rauszuholen. Damals, als ich mit Streamen angefangen habe und 20 Tage in Folge nur geangelt habe. Jeden Tag, Leute. Um die Schildkröte zu bekommen für das Mount in World of Warcraft, die 0,07% Drop-Chance hatte. Und an Tag 20 war es endlich soweit.
kennt. Ich weiß gar nicht, ob die ganzen Leute hier die Origin Story von meinem Stream kennen. So hat das alles angefangen. Damit habe ich Stream gelernt. Ach, sobald man es anzieht, läuft der Cooldown. Ach so. Ach so. Ich habe das schon einmal komplett geschaut, um mehr zu erfahren. Spiele zum Frühstück. Ach, du hast, ach stimmt, ihr habt Ahead in Time auf eurem professionellen Kanal gemacht, der irgendwann einfach gestorben ist. Das Jesse Community Projekt. Ach Leute, ich weiß aber nicht, wann ich die nächste Staffel... Ich überlege gerade, ob ich irgendwas sagen kann, aber nee. Nee. Ich weiß nicht, wann die nächste Staffel Dead Modi anfängt. Das Problem ist, dass ich ständig mit meinem Schlafrhythmus in die Nacht rutsche. Jetzt gerade habe ich einen guten Schlafrhythmus, aber wie lange bleibt das? Aber man kann ja auch einfach auf den Modi-VODs nachschauen, ne? Okay, aber das ist halt nicht dasselbe. Ah. Momentan ist in Überlegung, dass ich daran festmache, aber das kann auch so viel Zukunftsmusik sein, dass ich es daran festmache, weil Aki möchte bald von der Nachtschicht in die Tagesschicht wechseln. Und dann werde ich wahrscheinlich auch ab da einen festen Tagesrhythmus haben. Was nicht gut für Age of Wushu ist, weil das Spiel hier hat, ihr seht, es ist gerade 10 Uhr morgens, das hat 8 Stunden Zeitverzögerung und die meisten Events sind abends. Also bei uns mitten in der Nacht. Aber naja, so ist das dann leider. Müssen die anderen aus europäischen Ländern auch mit durch. Stream doch einfach irgendwann. Ja, aber es wäre schon gut wieder 18 Uhr Modi. Oder halt eine andere Uhrzeit. Damit Leute halt wirklich wissen, wann. Aber ich kann auch einfach so anfangen, dass ich einfach irgendwann stream, das stimmt. Ist halt nur schade für die ganzen Leute, die dann halt einfach pennen. Oder eher für mich, weil die Leute pennen. Leute, ich brauche euch doch. Ich brauche auch euch hier. Ich mache das hier auch nur noch Drive-By, ne? Ich merke gar nicht mehr, was ich tue. Ich konzentriere mich einfach überhaupt nicht mehr aufs Spiel. Dailies sind einfach der perfekte Streaming-Content für mich. Weil ich hauptsächlich labern kann und einfach Drive-By hier meinen Scheiß mache und nicht mal merke, wie ich meine Dailies mache. Danke, dass es euch gibt, Leute. Danke. Ich merke gar nichts mehr. Und manchmal schaue ich zu Darius rüber. Alles Mango, Mune Mango. Wegen dem Song, Leo. Wegen dem Song habe ich irgendwann im Stream mal Ramune Mango ausprobiert. Weil wir den beim Mario 46 spielen, die ständig gehört haben. Um nochmal auf das Gespräch von letztens zurückzukommen, wo du über Ramune geredet hast. Mangosaft, nam nam, Brudi. War gut? Nee. Fand ich jetzt nicht so. Überhaupt nicht, nee. Aber ich mag auch kein Mango. Aber was mir daran gefallen hat, war, dass es kaum nach Mango geschmeckt hat, obwohl es Ramune Mango war. Aber es hat einfach nur nach Blubberwasser geschmeckt. Ich habe nur Ramune Melone versucht, als ich in London war. Und? Wie findest du's? Ich finde, die sind relativ geschmackslos. Die sind einfach nur bubblig. Und da haben wir halt ein nices Feature, würde ich einfach mal sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie nice das ist, aber sie haben ein Feature
Nämlich diese Kugel da. Oh, da ist eine Kugel in meinem Getränk. Das kaufe ich. Okay. Was dich runterzieht. Station macht nur die Leichtigkeit den Unterschied. Ich hab fast Kollegen erschlagen wegen der Glasmurmel. Okay. Haben Sie ein kleines Aggressionsproblem? Hab das Spiel noch nie gespielt, lol. Keine Ahnung, was das genau ist. Also wahrscheinlich Monster Hunter. Ja, genau. Der Name ist in dem Spiel Programm. Du gehst immer eine Runde rein, hantest ein Monster, gehst raus, machst mit den Materialien deine Gear und dann gehst wieder rein, jagst ein Monster, tötest es, gehst raus und upgradest dein Gear. Noch weniger Content als in World of Warcraft. Okay. Ja. Dieser Satz hat Jesse nicht gefallen. Und die werden immer kranker. Ja. Ja. Ich finde das Spiel so okay. Kann man mal grinden. Kann man mal machen, würde ich sagen. Und jede Waffe ist ein anderes Spiel. Das stimmt, da geht's eher um die Waffen. Die spielen sich alle recht anders. Okay, Leute, jetzt geht's nach Cheer and then Crisis. Mal ein bisschen Action hier. Ab nach. Oder habe ich in Kian Deng mir einen? Nee, habe ich nicht. Einen Teleportpunkt geholt, habe ich aber nicht. Wudang, nein, wir wollen nicht nach Wudang. Du hast es nie wirklich gespielt, wir hatten zwei Sessions. Ja, ja. Das stimmt wohl. Ich hab mir heute, Leute, durch den Hero Plan Growth Dings da, hab ich mir heute gegönnt, Mann. 10-7 Jahre, ey. 10-7 Jahre. Wenn ihr wüsstet, Mann, wenn ihr wüsstet, das ist die beste Brust, die ich haben kann. Im Spiel. Es wäre nur besser, wenn da jetzt nicht Stamina Breath Breath drauf ist. Wenn der Breath 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 drauf ist, würde ich das noch ein bisschen mehr genießen, aber ist auch schon ganz okay. Nice, habe ich mit Snow auch gemacht. Ja. On Protection Cloak halt. Cloak Protection drauf. Weil, keine Ahnung. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube. Ansonsten habe ich halt Pech gehabt und muss das nochmal umwürfeln. Ja, ja. Und ich habe ein bisschen Geld. Damit überlegen, ob ich mir jetzt ein C7-Schwert mache. Und ich bin am überlegen, ob ich mir erst ein normales Schwert mache. Und danach das mit den Skills drauf. Weil eigentlich würde ich ja dann fürs Normalspielen das normale Schwert benutzen und nur auf das andere Schwert switchen, wenn ich dann meine Ulti oder vielleicht hier Turbulent Rapids benutze. Weil der Skill ist halt schon wichtig und richtig. Aber dann brauche ich wieder zwei Schwerter. Das ist wieder arschteuer. Was würdest du mir empfehlen? Erst mit Skill oder erst ohne Skill zu machen? Leute, ich bin so stolz auf meinen C7-Brust, ey. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Oder ich war auch am Überlegen, ob ich jetzt mit dem Gold erstmal alles hier auf C7 Gold mache. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich Gold bleiben möchte. Weil ich werde dann die Ohrringe, 1, 2, dann die Kette, 3, Level up. Und die muss ich nochmal ändern. 4, 5, 6 auf Gold. Für den Effekt. Das hier aus dem Hero Plan Growth Award mache ich dann auch Jade. Und das sind halt die Schuhe. Ohne so eine Fähigkeit, sondern halt mit Movement Speed,
Water Click and Jump und Wild Goose erweitern. Und die beiden hier halt, die beiden Ringe und Waffe auf Jade. Cash in the Trap. Okay, Leute, das ist vielleicht das Letzte, was wir heute machen. Oder ich mache heute noch Ling Chao City. Mal gucken. Ich habe gar keinen Bock. Ich hasse Ling Chao City, ne? Ich hasse es. Man muss da 6 Bosse besiegen, die einfach viel zu viel Leben haben. Es dauert bestimmt eine halbe Stunde pro Runde. Ich verweigere es. Ich verweigere es jeden Tag. Dings hier. Was verweigere ich nochmal? Worüber habe ich gerade geredet? Hier, Ling Chao City. Die Bosse, die Schulen dort zu herauszufordern. Gar keinen Bock, das zu machen. Ich habe ja überlegt, dass dadurch, dass man das ja 8-mal machen darf, einen am Tag zu machen im Daily Stream. Aber ich habe gar keinen Bock. Aber das hier habe ich auch wenig Bock drauf, aber das hier muss ich wirklich machen. Ich brauche die He Family Yada Token. Der ist noch so, oder? Ja, Fragments. Ich muss den hier allen einmal auf die Schnauze hauen, denn einer ist hier draußen, das ist immer so. Der ist immer verbuggt oder so, keine Ahnung. Jeden Tag einfach. Stirb doch, bitte. Dann kommt die Cutscene, die wir uns nicht anschauen. Das stimmt, das stimmt. Dann hole ich mir hier eine Rüstung von denen, damit ich aussehe wie ein NPC. Ui. Den hatten wir gestern schon, den möchte ich heute nicht. Okay. Ja, den nehmen wir jetzt. Sieht aus wie ein Royal Guards. Und dann geht's weiter. Ein paar Assassinen. Ein paar Lurker töten. Leute, euch. Hier. Das ist King Brot. Das kann ich hier nicht töten mehr. Hätte ich nicht sagen dürfen. Okay. Das ist King Brot. Und das ist Mike. Leute, ihr solltet mal ein bisschen an eurem Skill feilen. Ich mache euch ja komplett fertig. Trinkt euch mal ein bisschen an. Die Lurker. Dann sind hier oben meistens nochmal welche. Oder auch nicht. Okay, dann nicht. Hab ich Scheiße gelabert? Tut mir leid, Leute. Der Lügenmoti. Lü, 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 lü. Aber hier sind wieder welche. Resort ist so OP, ne? Also die machen mir eh keinen Schaden mehr. Aber als die alle noch Schaden gemacht haben, einfach die ganze Zeit in der Luft bleiben. Die können gar nichts. Mit Resort habe ich schon die Story-Quest gemacht, als ich eigentlich noch viel zu low war. Weil, ja, wenn sie mich nicht treffen, machen sie keinen Schaden. Ich kann einfach für immer in der Luft bleiben. Der gute alte Song. Kennt ihr die Leute? Das sind die von ist es Carl Ash von Mount Everest. Da hatte ich, nachdem die den Song rausgebracht haben, mal auch in ihre anderen Songs reingeguckt. Und den fand ich echt ganz süß. Aber danach habe ich nochmal reingeguckt und ich fand nie wieder einen Song so gut. Aber ich habe auch lange nicht mehr geguckt. Hä? Ihr müsst auch Bescheid sagen, wer die Content Cam aus ist, Leute. Ich hab's gerade nur so gesehen. Aber ich kann auch eigentlich hier meinen
Ich habe halt auf dem linken Bild habe ich vor meinem Stream noch meine Daily-Liste, die ich mir abarbeite. Weil ich habe zu wenig Monitore, wenn Darius hier noch am Stream ist, weil ich darf sein Fenster nicht closen. Dann wird das euch nicht mehr angezeigt, was ziemlich nervig ist. Dieser Raum sieht für mich so nach Donkey Kong 64 aus. Der connected heute nicht richtig wie Chicago. Alles rein wie Ferragamo. Aber wofür musst du denn auf den Server? Was hast du vor? Ein bisschen essen. Mal ein bisschen die Nutrition hochmachen. Mit dem Essen darf ich auf 140 hoch. Weil sonst kann ich mich nicht voll healen. Ich bin connected wie Chicago. Alles rein wie Ferragamo. Achso. Was macht man denn eigentlich, wenn man mit anderen Leuten spielt? Weil das ist doch auf Singleplayer angelehnt. Gibt es da so richtige Koop-Maps, wo man sich gegenseitig helfen muss und so? Der ist so nervig, wenn er parried. Komm, ich muss ihn ganz schnell runterhauen, bevor er seine Moves macht. Bevor er seine Moves macht. Es gibt auch PvP, echt? Oh nein, er hat einen Move gemacht. Ich hab nicht drauf geachtet, ich hab's nicht gesehen. Aber es hatte noch echt viel HP. Oh Mann, ich glaube, ich verkack. Refact Bubble. Alles, was ich reinkriege, an Damage wird geheilt. Hä? Meine Bubble war schon weg? Scheiße. Leute, ich kann hier doch nichts. Ich kann doch nichts. Oh mein Gott, ich bin fast gestorben. Aber ist okay. Oh nein, der NPC ist fast tot. Ist doch nicht okay. Aber der NPC kriegt halt hier Aggro, wenn ich sterbe. Und dann kann ich nochmal angreifen. Warte, kurz bubbeln. Oh leil, oh leil. Ich liebe den Skill. Wenn er jetzt nicht in Parry geht. Er geht in Parry. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Von was weggießen? Von dem 8K-Dings. Ich wollte ihn ja haben. Ich wollte ihn ja einnehmen. Um geheilt zu werden. Ich kann auch einfach in der Luft sein, wenn er das macht. Scheiße. Da bekomme ich das auch nicht. Aber ist okay. Ist okay. Einfach schnell hier heilen. Ein bisschen was hält er noch aus, oder? Oh nein, ich sollte angreifen. Ist okay, man kann sich 10-mal am Tag an Ort und Stelle für ein bisschen Geld heilen. Hochspringen. Es ist so nervig, wenn er in Parry geht. Und er geht jedes Mal in Parry, wenn ich die coole Bubble benutzen möchte. Okay, cool. Das war knapp, das war wirklich knapp. Also viele Mod-Maps und so weiter. Okay, ich habe echt gar keine Ahnung von dem Spiel. Nachtzug, der Nachtbus, okay. Der typische Moti versucht mitzusingen, verkackt wie immer. Leute, ich hoffe, ihr habt das vermisst. Du, du, du. Einmal diesen netten Mann hier eskortieren.
finde das Outfit auch gar nicht mal so schlecht. Das würde ich gerne haben. Kann man eigentlich noch, Leo, weißt du das, kann man noch die Yanmin-Coins bekommen von damals? Ich hätte gern das Militär-Outfit und das, die NPC-Outfits davon und die Fackel wieder und die Lanze, die man sich da holen konnte. Ich weiß, dass ich damals, ich habe damals auch zum Meridiane holen uns für den 1000 Kombos Titel habe ich früher Yanmin Pass gemacht, ganz mit meinem Charakter. Aber irgendwann haben sie das geändert, dass man da am Anfang die Gegner töten kann. Irgendwann haben die das einfach rausgenommen. Weil da habe ich die Coins gesammelt, Meridiane gelevelt und den Combo-Titel geholt. Und man brauchte dafür keine ID verschwenden, weil man ja keinen Boss besiegt hat. Ich liebe diesen Skill so sehr, ne? Der AOE-Skill. Age of Wushu ist echt das beste MMO. Das habe ich aber auch während ich WoW gespielt habe die ganze Zeit gesagt. Ich habe immer gesagt, ja, WoW ist leider nur das zweitbeste MMO. Und eigentlich auch nur WoW Classic. Classic. Ehre, das allererste. Das haben die damals auch nicht verstanden. Die dachten sich, du Wichser, wie kannst du so über andere Spiele reden? WoW ist das Beste auf dem Planeten. Classic Andy. I am a Classic Andy. Zu Recht. Ich liebe den Skill. Der stunt alle und macht Woom, Woom. Ich muss den unbedingt noch leveln. Der ist so geil. Für Massen-PvE. Früher gab es auch diesen riesengroßen fetten Effekt nicht. Die haben irgendwann später erst die Effekte hinzugefügt. Ich weiß nicht, was ich davon halte. Einerseits ist es cool, ist ein cooler Effekt. Andererseits mochte ich früher, dass es kaum Effekte gab im Spiel. Dass alles so based gehalten wird. Erst mit dem Rework, was ich mir erst letztens geholt habe, sah der Effekt so aus. Noch eine größere Gruppe. Ich dachte, das war jetzt die letzte. Schmeckefilter. Einmal die Reflect Bubble. Und alle reinholen. Kannst ja wieder ausmachen, ist dann halt schwächer. True, man kann die ja auch abschalten, die Reworks. Und man bringt ja nicht viel, ist ja dann schwächer, ja. Und aus Demonstrationszwecken werde ich das jetzt nicht abschalten, das kostet Punkte. Cultivation Points. Und die sind kostbar, Leute, die sind kostbar. Die schnellste Methode, Merich zu trainieren, den ersten Boss in Rebels töten, Shura-Pille holen und dann in die Burg hoch, Mobs klatschen. Okay, aber würde ich den schaffen, den ersten Boss? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir müssen deinen Monster Hunter finden, Mann. Rice ist es nicht. Ich habe 20 Jahre gebraucht, damit es Klick macht. Was? Jesse, redest du wieder über das Klick machen? Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass verschiedene Menschen vielleicht verschiedene Spiele mögen? Okay. Ich
Ich glaube, Monster Hunter Rise ist schon das, was mir am ehesten zusagen würde. Nee, jeder mag Monster Hunter. Okay, okay. Jeder mag Monster Hunter. Das lassen wir einfach so stehen, würde ich sagen. Naja, frag jemanden, der die Runs nicht so dringend braucht, mit dir den ersten Boss zu machen. Ja, wenn ich da jemanden kennen würde. Dann ist es die ganze Woche auf, ja, das stimmt. Ich habe noch nicht so viele Kontakte. Und die, die ich habe, die müssen ganz viel SI hart machen und SI. Und ich brauche selber meine Runs. Ist auch schon okay mit dem Chi. Ich bin sowieso super schnell am Chi-Limit. Es gibt so ein Video von einem Typen, der Monster Hunter Rise Demo gespielt hat. Er hat es zerrissen. Er hat es gehasst. Leute in den Kommentaren dann so, ja, er ist offensichtlich ein XY Main ETC. Okay. Okay. Interessant. Ich hasse es so sehr. Wenn man PE ohne diese komische Pille macht, solo. Also wenn ich das mit meinem Twink mache, jedes Mal, ich bin einfach dauergestart, das ist so nervig. Weil mein Double spielt Breeze. Scheiße nervig. Der PE wirft dann die ganze Zeit umher. Und Kanan, mein Twink, der spielt auch das Umherwerf-Set. Ist so scheiße nervig. Er ist heute ein Monster Hunter YouTuber, okay. XY aka hier was einfügen. Ach so. Jetzt musst du mir schon übersetzen, Mann. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, es gibt Monster Hunter XY. Ich als Unwissender. Bin nicht wirklich klar. Die Probleme, die wir träumen, hab ich den Abhörungen nicht gesäumt und ich kann kein Deutsch. Ein sehr guter Tadelsong. Ich mochte Tadelsongs so viele Jahre nicht. Aber das ist auch ein Alter, Aber so allgemein, ich habe ihn sehr viele Jahre aus den Augen verloren, aber irgendwann, die neueren Sachen fand ich wieder ganz gut. Zwei Minuten, scheiß mir einfach mal drauf, ich werde es nämlich gleich vergessen. Deswegen nehme ich die Pille jetzt einmal ein, während ich's im Kopf habe. Ich vergesse so oft meine 200% Pillen. Ich wünschte, man könnte diese wie in Taiwan stacken. Stunden in Monster Rise mochte ich nicht. Oh mein Gott, er gankt mich einfach. Der Stream Sniper. Scheiße, Mann. Er piekt mich einfach. Ey, du kleiner, ey. Oh nein. Auch so richtig frech. Ich hab keinen Mana, Mann. Komm her. Er ist mich einfach am piekt. Scheiße. Alter, was spielst du? Scheiße, Mann. Dein Set stunt mich einfach dauerhaft. Ja, komm. Ja, das war ein Fehler. Okay. Ich spiele Breeze auch nie im PvP, ne? Komm, ich besieg den. Komm. Nein, ja! Er ist aus Perry rausgegangen.
Nicht mit mir! Nicht mit mir! Schnell weg! Aber ich bin nicht frech, ich lasse dich nicht ausbluten. Okay! Schnell weg! Leute, wir müssen schnell nach Linkschau City. Ich werde hier gestreamsniped. Wir müssen ganz schnell los. Wie komme ich? Achso, ich mach noch zu Schuh. Nein! Er kommt wieder! Der Freche. Okay, Leute, Gucci-Digger Main, ja? Ich hab das nicht gelevelt. Nicht mit mir, Mann. Ich Gucci-Digger dich. Ach so, du bist jetzt auch Low Level, du bist rausgegangen. Wo bist du, Mann? Wo bist du? Hab dich. Hab dich. Geht das? Geht das? Nein, es geht nicht. Da fällt mir gerade ein, ich spiele heute ohne WT Fast. Aber eigentlich geht's heute voll. Weil ich hab das Abo nicht verlängert gehabt. Ah, Gucci Digger macht keinen Schaden, Mann. Ja, komm. Counter. Hä? Du bist direkt oben mit deiner... Das geht doch gar nicht. Das ist unmöglich. Der outpinkt mich. Wo bist du, Mann? Wo bist du? Ich glaube, Ping ist ein Ding. Hahaha. Ich hasse so wenig Platz für meine Beine hab. Komm her, Mann. Du hast Gucci-Digger? Nee, das ist kein Gucci-Digger. Oh oh. Oh oh. Scheiße. Er hat mich. Er hat mich. Ich hab Gucci-Digger wechseln sollen. Das macht keinen Schaden. Frech, Mann, frech. Hast du das Outfit permanent? Nein, okay. Das hatte nämlich mein Twink damals. Permanent. Er lässt mich auch noch ausbluten. Er ist so frech, Alter. Was ist jetzt los? Das Spiel ist gerade eingefroren. Okay, schnell weg, die Leute, schnell weg. Wir werden hier gestreamt, Dings. Wenn ich Platz für meine Beine hab. Was ist dein Lieblingsmonster, Hunter? Darius ist doch gerade voll am Längen. Irgendwas läuft hier gerade falsch. Liegt das an mir? Sollte es eigentlich nicht. Komm, Leute, machen wir noch ein bisschen Linkschau City für den Content. Gar keinen Bock. Aber hier kann ich auch meinen Buff jetzt loswerden. Ich habe heute eine Death Rune angenommen. Ich kriege ja die ganze Zeit Schaden durch das Ding. Eine Life und Death Rune. Bei 537146. 537146. Da oben. Ich wusste nicht, dass man einen Diva bekommt. Platz für meine Beine hab. Kriegst immer Hunger, Schaden, weil du Hunger hast. Ich hunger gerade gar nicht. Ich habe gerade Nutrition von 134. Das hier ist super, Leute. Normalerweise muss man hier den Fahrstuhl benutzen. Aber der Jump hier reicht exakt, um hier hochzukommen. Mit Windrider. Auch eine Sache. Auf dem Taiwan-Server gibt es permanenten Windrider. Hier muss man den alle 30 Tage kaufen. Oder man holt das durch hier. Man kriegt für, wenn man PE macht jeden Tag, bekommt man immer hier Punkte. Und für die Punkte kann man die holen. Ich habe hier zum Beispiel wieder 900 Punkte. Das sind 9 Tage Windrider. Und damit kann man eigentlich immer Windrider haben. Aber muss man dann auch immer machen. Und man darf seine Punkte dann nicht für was anderes ausgeben.
Was habe ich hier gerade gemacht? Hä? Ich habe einfach irgendeine Quest angenommen. Aber ich wollte doch. Okay, ich muss die Quest anscheinend machen, um die Rune loszuwerden, oder wie? Okay, dann mache ich das mal schnell. Wenn das schnell geht. Aber so viel Schaden macht das auch nicht. Das macht gerade gar keinen Schaden mehr, hä? Hallo? Ist hier jemand? Ach so, ich soll es wieder unten. Der war auf jeden Fall hart, ja? Mach mal kurz die beiden hier aus. Nicht vergessen, dass ich die noch abgeben muss gleich. Der muss ich mit dem nächsten kämpfen. Oh, ich hoffe, das ist keine 100 Seiten lange Quest. Ich hätte diese Rune nicht annehmen sollen. Aber ich dachte, ich bin nett. Ich dachte, ich helfe dem Typen damit. Dadurch, dass Leo mich getötet hat, habe ich noch einen. habe ich noch einen Debuff. Ihr sabotiert mich alle, Leute. Ihr sabotiert mich alle. Jetzt soll ich mit dem da kämpfen. Okay, das war's mit der Quest hoffentlich. Und dann mal gucken, was ich überhaupt dafür geben muss, um den Debuff wegzukriegen. Oh nein, der Stream-Sniper schon wieder. Oh nein, der Stream-Sniper schon wieder. Der Freche. Der Streams. Oh mein Gott, du machst viel zu viel Schaden, Mann. Was spielst du da auf einmal? Was ist denn hier los? Oh ja, schön die Rage aufladen mit den Dingern. Die NPCs sind meine Freunde. Komm. Scheiße. Ach kacke, ich hätte gerade... Ah! Das war ein Fehler. Och Mann. Ja, man merkt's, Darius, man merkt's. Content Cam ist heute kaputt. Was passiert, wenn ich Recover nearby mache? Ja, ich mach mal lieber hier. Ich weiß nämlich nicht, wo die Herbal ist. Schaut euch den Stream Sniper an. Och Mann, ich hab dich extra in Ruhe gelassen. Das hätte es so schlimm, wenn man das spielen kann. Guck mal, ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Nichts. Ich glaube, ich brauche mein Programm wieder. Ich konnte nichts machen. Nichts. Pink for Win, Mann.
Was hast du für einen Ping? Ich hatte ihn gerade nur auf 70. Jetzt habe ich wieder auf 100. Der geht eigentlich voll. Okay, dann gehe ich halt nearby, Mann. Ja. Narius-san, kriegen Sie das doch? Oh mein Gott, man wird einfach hier hinten hin teleportiert. Das ist so fucking nervig. Will das nichts mehr? Okay, dann mache ich das aus. Okay, Mann. Ja, Leo, ich glaub dir gar nichts, weil ich glaub dir gar nichts. Der Nervige. Okay, ja. Puh, am Nerven. Okay, Leute. Stream Sniper sind scheiße nervig, okay. Okay, teilt er mich jetzt? Och nee, der macht noch eine Quest. Oh nee, dann mache ich das jetzt einfach hier. Gar keinen Bock. Gar keinen Bock. War auf jeden Fall eine Erfahrung. Bitte nie wieder. Du. Welche Schule wollen wir denn heute herausfordern? Shaolin, Wudang, Tangmen, Imei. Tangmen sind Glaskugeln, aber ich weiß nicht, ob das auch für die NPCs zählt. Ich kämpfe heute mal gegen Royal Guards, aber nicht, dass er Kette spielt, das wäre so nervig. Gegen die Beggars, Leute. Ich fordere heute die Beggars voraus. Habe ich irgendwas zum Buffen hier? Nur die Standardpillen. Nichts Besonderes. Kann ich das nicht reinnehmen? Doch, kann ich. War gerade nur Buggy. Okay, dann nehme ich noch den ein und dann Reduce Power and Movement Speed bei 15%. Ist schon okay. Also, die Zeit geht auch schon los. Scheiße, Mann. Ich hoffe, ich kann den gut besiegen, den Typen hier. Ah, der bewegt sich ganz schön viel. Das hat der letzte nicht gemacht. Der Tang. Lucky girl, I'm a lucky girl, I'm a lucky girl. Hättest du Interesse, einen Oath mit Snow zu machen, damit du und ich auch die guten Arrays haben? Ich hab mir Oath immer noch nicht angeguckt, Mann. Ich hab keine Ahnung. Was kostet das denn? Ja, davon muss ich jetzt 6 Stück besiegen. Normalerweise gucke ich immer Videos, während ich das mache. Die haben viel zu viel Leben. Brauchen genug Freundschaftspunkte und dann 200 Liang, meine ich. Achso, ja, das ist ja entspannt. Aber was muss man danach machen? Muss man danach noch irgendwie Daily Quests oder so absorbieren, wie beim Heiraten. Aber ja, das sollten wir vielleicht mal machen. Sollten wir machen. Damit ich die Oath-Arrays auch mal habe. Das sind 2 Arrays, die sehr wichtig sind. Oder Arrays. Ihr wisst doch voll, was Arrays sind, oder? Man kann hier im Spiel Aufstellungen haben. Also es gibt Aufstellungen wie zum Beispiel das hier. Geht das gerade? Ich brauche dafür eine Gruppe.
das hier. Und dann kann jetzt da und da kann ein Spieler reingehen und dann kriegen wir einen permanenten Buff. Einer von den Spielern, also es gibt auch größere Arrays mit mehr Spielern und sowas und mit anderen Buffs. Und ein Spieler ist halt der Array Leader und ein Spieler hat das Auge, also hat den Gegenpart. Und wenn einer von den Spielern stirbt, dann geht halt der Buff weg. Aber ansonsten haben alle einen kleinen Buff, der relativ gut ist. Gibt's auch in keinem Spiel Arrays. Gibt's einfach so viele Dinge, die es in keinem Spiel gibt. Du hattest komplett recht, Leo. Du hattest komplett recht. Age of Wushu macht einen kaputt für andere MMOs. Man will einfach nichts anderes mehr spielen. Und nicht nur aus Nostalgiegründen, sondern aus wirklich gameplay-technischen Gründen. Okay, nächster Gegner. Ja, komplett, Mann, komplett. Das war ein gutes Statement. Nein, wir bekommen Punkte, wenn wir was zusammen machen. Zum Beispiel SI, okay. Okay, außerdem bekommen wir zusammen mehr XP bei TP. Also wir... Was hat es eigentlich damit auf sich, dass man bei der TP... Auch beim selben Inner, manchmal bin ich nach 20 Runden auf 100%, manchmal bin ich nach 25 Runden auf 100%. Woran liegt das? Jetzt am neuen TP-Platz. Oh mein Gott, der nimmt mich auseinander. Boah, ist der nervig. Warte mal, hat er Anti-Flying... Er hat Anti-Flying-Skills. Oh, nee. Daran hätte ich denken sollen, als ich Bagger herausgefordert habe. Ich darf bei dem nicht springen, der holt mich direkt raus. Ich mach's. Scheiße. Hast du dein Alter als Schüler? Ja, natürlich. Natürlich. Zum Punkte sammeln. Ich bin bei niemandem Schüler, ich habe mein Alter als Schüler. Um ganz easy peasy immer Punkte zu sammeln. Willst du noch was essen? Willst du auch was essen? Jetzt gerade geht nicht. Ich habe Hunger, aber jetzt gerade geht nicht. Ich mache mir das dann selber warm, wenn du noch was übrig lässt. Mann! Ich brauch die Luft aber. Ja, okay, dann lasse ich das mit der Luft. Dann gehe ich halt nicht in die Luft. Aber wie soll ich meinen zweiten Skill benutzen, ohne in die Luft zu gehen? Der lädt sich jedes Mal so auf, das ist so nervig. Boah, ist der nervig. Mit Auf- oder Schülermeister bekommst du schnell... Ach so! Ach, das liegt daran, dass wenn ich mit dem zusammen... Ach so! Das wusste ich nicht. Weil, wenn... Ach, daran liegt das. Aber ich habe das Gefühl, dass das manchmal trotzdem nicht funktioniert. Aber muss ich mal drauf achten. Weil da kriegt dann sogar mein Twink immer 100%, obwohl er kein VIP ist. Ach so. Ich hab mir schon sowas zusammengespinnt. Das gibt's doch diese... Also man macht dort doch TP, weil man dort den Bonus bekommt. Und ich hab mir schon zusammengespinnt, dass der Bonus nur an manchen Tageszeiten da ist. Aber das macht natürlich dann Sinn.
Was übrig lassen tue ich sowieso, okay. Hätte mir sonst auch was anderes gemacht. Ess so viel, wie du möchtest. Ach so. Er hat sich einfach draus gerettet. Ich hoffe, der Nächste spielt nicht dieses Set. Der outplayt mich komplett. Ich hätte mich für Tang entscheiden sollen. Du. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt heute überhaupt schaffe mit den 6 oder 5 Runden. Sieht schon eigentlich schlecht aus jetzt, weil ich so viel Zeit verschwendet habe. Mit dem Boss hier. Aber mal gucken. Mal gucken, ob ich das schaffe. Nicht springen. Ich habe gerade schon wieder den Fehler gemacht. Ich lerne es auch nicht. Muss mal ein bisschen Mana regen. Kann ja nebenbei ein bisschen Parry aufladen. Also Ulti. Nein. Hier wird nicht geparry-breaked. Nein. Ich hab wieder genug. Komm, einfach nur aus Spaß, Leute. Nein! Ich bin so dumm. Aber egal. Es ist nur ein NPC. Der checkt das nicht. Der kommt. Der kommt rein. Die letzten 2 spielen alle Sets, wie sie gerade wollen, echt? Ich hoffe, der entscheidet sich nicht für den fürs Anti-Flying-Skill-Set. Also Anti-Jumpen. Bitte stirb einfach. Jedes Mal, wenn ich springe, macht er das. Das ist so nervig. Bitte. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte. Bitte helfen Sie mir. Kann der bitte endlich sterben? Was war das? Was war das? Meine Ulti hat einfach abge... Hä? Hallo? Bin ich noch online? Okay, was? Okay, er ist endlich tot. Oh mein Gott. Leute, ein bisschen die gute alte Apfelschorle trinken. Wo sind die Viewerbots heute? Warum? Habe ich nur 3 Zuschauer? Ich sehe das nicht, wie viele Zuschauer ich habe. Muss ich die Viewerbots mal wieder bezahlen? Was? Was meinst du damit, Darius-san? Jeder Stream muss doch einer... Achso, du meinst die. True, Mann, true. Wo sind die Bots, die Werbung für ihre Viewer-Bots machen? Bitteschön. Ist eigentlich Arkis. Eigentlich Arkis. Apfelschorle. Aber das ist halt das, was hier gerade die ganze Zeit statt. Ich wäre auch mit Eis hier zufrieden.
Haben wir noch was? Aber das stimmt, man, das stimmt. Darius band auch inzwischen schneller als sein Schatten. Der macht Luke ganz schön Konkurrenz. Apropos Luke, der ist schon wieder nicht da. Kein Trinken mehr. Das letzte Trinken genommen. Der geht's wohl gleich nach Penny. Okay, ich lass dich den nächsten bannen. Nee, Mann, ich finde das gut. Es war positive Kritik. Nicht mal Krümeltee. Ich finde das sehr gut. Ich will die erst gar nicht sehen. Die Leute, die kriegen noch, also auch die sowieso nicht, aber Trolle zum Beispiel. Weiß nicht, früher bin ich damit so umgegangen, vielleicht kann man die noch umwandeln, aber ich mach's jetzt so, wie ich lustig bin. Band die einfach weg. Die kriegen gar keine Aufmerksamkeit mehr. Einfach weg damit und tschüss. Krieg nicht mal eine Erwähnung. Scheiß auf einfach alles und jeden, der mich abfacken will. Leute, ich bin jetzt ausgebildeter Streamer, ja? Wir geben jetzt einen Fick auf alles. Kommentare? Scheißegal. Irgendwelche Hater? Scheißegal. Und ich zensiere nicht mehr, was ich sage. Ich labe einfach frei Schnauze, was ich möchte und wie ich es möchte. Einfach einen Fick auf alles geben. Denn, das hat Leo letztens gesagt, nur in einem anderen Kontext, wer jedem gefallen möchte, gefällt am Ende niemandem. Fick auf People Pleasing, Leute. Fick auf People Pleasing. Vorbei mit People Pleasing. Wenn da ein kleiner Kecko reinkommt und die ganze Zeit Scheißmusik postet, dann sagen wir ihm, dass er Scheißmusik postet. Okay. Ich konzentriere mich auf die Leute, denen ich wichtig bin und die mir wichtig sind. Die guten alten Hasen. Ich würde jetzt gerne Aufzählung machen, aber wenn ich dann hier bei jemanden vergesse, dann danach ist die Person noch traurig. Aber halt die Main-Leute. Die Main-Leute. Ich würde sagen, Leo gehört jetzt inzwischen auch schon dazu. Leo, Jesse, Darius, King Brot, Mike, Aki sowieso. All die ganzen Leute. Jetzt habe ich doch eine Aufzählung gemacht. Darius San, der Allerechte. Sowieso immer. Du gefällst mir, aber Gehörnchen gefällt mir besser. Ja, Mann. Das verstehe ich. Wir wollen Hörnchen sehen. Hörnchen ist ja hier. Ich denke mir inzwischen, wer mich mag, der mag mich. Und wenn nicht, der nicht. Und wer mich nicht mag, der soll halt was anderes gucken. Er rennt hier die ganze Zeit hinterher. Hörnchen! Okay. Erstmal Hörnchen herlocken. Er kommt nicht. Funktioniert bei Hörnchens nicht. Es funktioniert nur bei Doggos, Leute. Darf man einem 2 verklagen,
wenn in ihrer Lachgummitüte 80% Bananen und Zitronen drin sind? Ich würde sagen, ja. Das Hörnchen, Leute. Wir haben Hörnchen gefunden. Du musst einfach aufs Bild gehen. Ah, jetzt. Ja, jetzt haut er ab. Denn nicht. Darius Hörnchen möchte dich heute nicht sehen. Da müssen wir ganz ehrlich sein jetzt. Hörnchen möchte dich heute nicht sehen. Oder er möchte von dir nicht gesehen werden. Eins von beidem. Was? Oder hier. Er wird jetzt zwangsgezeigt. Okay. Der Arme. Er weiß gar nicht, was ihm geschieht. Vielleicht werde ich gecancelt. Wir quälen die Katze. Sie wird gegen ihren Willen gefilmt. Oh nein! Oh nein! Die arme Katze! Okay. Spaß, Mann. Das war ja eine berechtigte Kritik. Okay, Leo. Okay. Was soll man das sagen? Ist das eine Bedrohung? Soweit ich weiß, geht das nur bei 75% Orange. Ist jedes Mal das Problem mit diesen blöden Tüten. Es ist immer ganz viel von dem drin, was man nicht haben möchte. Aber die machen das, glaube ich, extra. Leute, zieht euch den Aluhut an. Die machen das extra. Die machen das extra. Ich glaube, die machen Umfragen und alles und gucken, was ist das, was schmeckt den Leuten am wenigsten. Und davon machen sie besonders viel rein. Es ist jedes Mal so. Jedes Mal. Es ist fast nie Kirsche und Erdbeer und so eine Scheiße drinne. Es ist immer nur jede andere Scheiße drinne. Leute, Statement. Ausrasten. Rant. Holt die Mistgabeln raus. Es eskaliert. Cat-Shaming. Oh je. Stream-Idee, ja. Ich esse dadurch immer erst das, was ich nicht mag. Ich auch. Immer erst das essen, was man nicht mag, und am Ende dann den ganzen Rest mit den Sachen, die man mag. Stream-Idee, sortiere Gummibärchen nach Farbe, so 3 Tüten. Oder 20. Ach so. Ja, Leute. Dann ab nach Kauffei. Spendet mal ein bisschen was rüber. Ihr Undankbaren. Wir fangen jetzt wieder damit an, Leute. Jetzt wird wieder gerantet. Ich reiße mir jeden Tag hier den Arsch auf, ja? Ihr wisst gar nicht, was ich alles in Kauf nehme, um hier an meinem Computer zu sitzen. Und ihr habt nicht mal die Dreistigkeit, mir einen Sub oder Kofi zu schenken, Leute. Ihr Undankbaren. Dann habe ich das, was ich am meisten mag, zum Schluss. Ich auch. Mach das auch schon seit immer so. Jetzt geht's wieder los. Außer wir haben herausgefunden, Darius ist nicht undankbar, weil er gibt mir Spiele. Aki ist nicht undankbar, weil sie hat immer noch Sub. Wer war der Dritte und nicht Undankbarer? Ja, und der Rest von euch ist undankbar, Leute. Die undankbaren Geschichte. Leute. Wo sind eure hunderte Euro? Ich mach das hier nicht aus Luft und Liebe, ja? Ich bin Streamer. Es gibt 3 Dinge in meinem Leben, die ich möchte. Euer Geld, eure Aufmerksamkeit und halt einen Job, wo ich nichts machen muss. Und das alles, um mein Ego zu pushen. Ach, mein Prime reicht nicht aus? So. Halb undankbar. Okay. Hentais, ja, da ist er. Bann ihn. Tu es. Aber warum ich? Ist dein Job, Mann.
Leute, habt ihr schon überlegt, Viewerbot zu kaufen? Okay, dann mache ich das. Oh, es hat sich schon ein bisschen gut angefühlt. Das war schon ganz geil. Es hat mich an Stellen berührt, an denen ich gerne berührt werde. Krass. Okay. Aber denn da, diesmal das du wieder, Darius. Bitte mach deinen Job. Sonst gibt's eine Gehaltskürzung. Okay. Ich bin ein Viewerbot. Wir brauchen noch einen Community-Namen. Vielleicht sollten wir das von die Undankbaren zu Viewerbots umbenennen. Leute, wollt ihr Viewerbots benannt werden? Bitte bann mich nicht. Okay. Pass auf. Okay. Schade, der Link ist weg. Wollte dich gerade Fame machen, aber naja, jetzt wird's wohl nicht mehr. Scheiße, Mann. Das natürlich... Leute, spende doch einfach mal ein paar Viewerbots. Aber ich... Um das Thema nochmal aufzumachen, bei all dem Spaß, ich glaube, dass es einige Leute gibt, auf YouTube, auf Twitch, auf sämtlichen Plattformen, die ihre erste Aufmerksamkeit tatsächlich durch Bots generiert haben. Und dadurch, dass sie dann halt guten Content gemacht haben, dann halt Leute dazugekommen sind und Leute das halt gesehen haben und sowas. Ich glaube, was man immer sieht, wenn man Leute sieht, die sich botten, dann sieht man halt nur die Negativbeispiele. Die machen halt keinen guten Content, dadurch fällt es auf, dass sie botten. Aber wenn die Leute guten Content machen, dann ändert sich das ja ganz schnell. Dann kriegen sie erstmal Aufmerksamkeit, die Leute finden das gut. Also die Leute werden erstmal überhaupt vorgeschlagen und dann finden das Leute gut. Und dann brauchen sie nicht mehr botten und dann haben sie ihre Crowd. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das so ist. Auch wenn es ultra ekelhaft ist und ich finde das nicht cool. Aber bei so manchen Streamern fragt man sich echt, ob das alles Bots sind im Chat. Lemurensöhne. Die Lemurensöhne. Wir haben darüber damals schon gesprochen. Mach es doch endlich. Nee, weil ich finde das richtig ekelhaft. Und ich würde meinen Content jetzt nicht als so gut empfinden, dass ich das machen würde. Aber naja, dann hätte Darius viel zu bannen, ne? Wenn die ganzen Hater kommen. Und ich sag mal so, mit 10 Hatern kommt ein Fan. Ich hab's nicht geschafft. Ja, okay, Leute, das war das Daily Ding. Bekomme ich trotzdem Honor Tokens? Ja, 5. Okay. Ja, das war ein ziemlicher Reinfall. Das war ein ziemlicher Reinfall heute. Ich kann noch einen machen, wenn ihr wollt. Ich mach noch einen. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich nehme jetzt wieder Tangman. Tangman war einfach. Wieder die Pille rein. Stream of Dead Moti, wir haben dich und du kaufst Viewer vom Geld. Einfach kollektiv. Wir machen es alle gemeinsam, Leute. Leute, könnt doch mal ein bisschen, damit ich Viewer kaufen kann. Das ist eine richtig gute Idee, Mann. Kennt doch mal Viewerbot.
Aber die Frage ist, funktionieren die denn auch wirklich? Fun Fact. Leute, Fun Fact. Ich war letztens auf der Moti und hab mal reingeguckt bei Monetarisierung. Also ich hab mir alle Panels mal wieder angeguckt, um wieder ein bisschen reinzukommen. Ich hatte anscheinend seit Februar oder sowas $56 auf meinem Twitch-Account, die nie ausgezahlt wurden, weil ich habe nie die Mailadresse geändert von PayPal, als ich gehackt wurde damals. Also ich habe damals die PayPal-Mailadresse geändert und habe sie in Twitch nicht geändert. Ich habe nie die neue angegeben. Dadurch wurde ich nie ausgezahlt. Leute, wir haben $60 noch. Ich war am Überlegen, ob ich mir davon entweder einen Glücksrad kaufe, weil das auch cool im Hintergrund aussehen würde. Und dann haben wir einen neuen Button, nämlich Glücksrad drehen. Oder ich war am Überlegen, ob ich das weiterspare für ein Steam Deck. Aber, was ein Problem ist, meine Maus ist inzwischen kaputt gegangen. Die hält nicht mehr so lange. Die hält nur noch so 10 Stunden oder sowas, was richtig nervig ist. Und wenn ich dann länger als 10 Stunden streame, ja, dann sind wir gearscht. Also sollte ich vielleicht eher eine Maus davon kaufen. Ja, ja, Gedanken vom Moti, die Leute. Denn, wie damals auch, Leute, jeder Cent wird reinvestiert. Mir fällt mir gerade ein, wir wollten damals auch eine Staffelei kaufen, wegen den Bildern malen. Das wäre auch eigentlich jetzt im Preisrahmen. 5 Euro Maus reicht für dich. Danke. Da hast du natürlich recht. Aber ich muss auch erstmal gucken, ob ich werde erstmal Amazon anrufen und sagen, Leute, die Maus, die hat Akkuprobleme. Nehmt ihr die bitte zurück? Weil so hat es damals immer geklappt. Ich habe damals immer mein Headset zurückgegeben, als es noch von Logitech war. Wenn es kaputt war nach 2 Jahren. Ich habe immer Amazon angerufen, habe gesagt, Leute, mein Logitech-Headset ist kaputt. Dann haben die gesagt, ich soll bei Logitech anrufen. Habe ich dann gemacht. Und Logitech hat dann gesagt, ich soll wieder bei Amazon anrufen. Habe ich gesagt, ich habe bei Logitech angerufen, die wollen das nicht machen. Und dann haben die von Amazon immer gesagt, okay, schick rüber. Kriegst das Geld zurück. Weiß nicht, ob das heutzutage immer noch funktioniert. Und später, als ich das dann öfter gemacht habe, habe ich dann immer direkt gesagt, ja, ich habe bei Logitech schon angerufen, die wollen das nicht zurücknehmen, weil ich das über Amazon gekauft habe. Das ist euer Problem. Und dann habe ich das, ich glaube, ich habe das 3 oder 4 Mal gemacht und habe es jedes Mal zurückbekommen. How to get your Geld wieder von deinem Headset. Vielleicht funktioniert das mit der Maus auch. Also was kann ich denn dafür, dass das Akku kaputt ist? Und ich hatte auch immer keine Garantie mehr auf dem Ding. Die haben es trotzdem zurückgenommen. Amazon ist einfach anders. Die haben einfach verstanden, ja, Kunde ist König. Kundensupport ist wichtig. Das ist das Erfolgsrezept. Sei einfach super duper nett zu deinen Kunden. Und ganz, ganz Arschloch. zu deinen Mitarbeitern. Und du wärst reich. Danke, oha. Dir, Liu, bewirft Moti mit 15 Euro und sagt, kleiner Support, verlängere mal WT fast. Oh mein Gott, danke schön. Vielen, vielen Dank, Liu. Das ist tatsächlich WT fast. Danke. Vielen Dank. Damit werde ich mir tatsächlich WT fast gönnen. Oh mein Gott. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Okay, Leo ist damit jetzt offiziell nicht mehr undankbar. Er kommt auf die Dankbarkeitsliste. Vielen, vielen Dank, Mann. Damit habe ich jetzt echt nicht. Also ich mache ja meine Späße hier, ja. Aber sobald dann wirklich was ankommt, jetzt fühle ich mich wieder schlecht. Danke. Danke. Aber ja, ich sollte WT-Fast erneuern. Unbedingt. Mache ich auch gleich.
Du hast vorhin einfach King Brot vorgelesen. Wie? Was? Habe ich gesagt, King Brot spendet? Ich habe das so in meinem Kopf, Leute. Es tut mir leid, falls ich das gesagt habe. Aber King Brot war immer der, der über Ko-Fi gespendet hat. Deswegen habe ich das einfach, sobald der Sound kommt, habe ich in meinem Kopf verankert, dass ich sage, King Brot spendet dies und das. Okay. Auf der Auflistung der Dankbaren. Ja, ich würde auch sagen, King Brot hat Dankbarkeit für sein ganzes Leben erreicht. Was der mir hier für Support gegeben hat. Unfassbar, ey. Immer da. Schon immer, jedes Mal geschrieben, bevor ich im Stream drinne war. Ständig auch hier eins von euch Eurochen gespendet. Auf ganz entspannt. Um mal komplett zu untertreiben. Also King Brot war echt, glaube ich, Top-Tier Supporter. Dem Mann bin ich sehr, sehr dankbar. Falls du das hörst, King Brot, falls du noch da bist, hat nicht Tschüss gesagt. Geh dann davon aus, dass er noch da ist. Alfing hatte mir geschrieben. Ach so. Er hat mir geschrieben, er ist mit Patrick und Daria essen. Krass. Daria ist gerade hier? Dann wird er mich wahrscheinlich heute wieder verpassen. Weil ihm habe ich auch heute einen persönlichen Link geschickt. Leute von heute. Hören wir gerade überhaupt noch die Playlist? Weiß gar nicht, was wir hören. Ich habe schon wieder hier im Spiel den Status erreicht. Ich passe gar nicht mehr drauf auf, was ich hier eigentlich mache. Aber Leute, zwischen allem Spaß mal wieder. Ihr wisst doch. Der Moti, der ist mal wieder hier. Gerade wenn auf einmal ein trauriger Song reinkommt, Leute. Danke, dass ihr alle zuschaut. Real Talk, Mann. Es ist so krank. Ich komme online. Ich habe die ganze Zeit Chat-Unterhaltung. Womit habe ich das verdient? Ich muss mal wieder in Therapie und mit meiner Therapeutin darüber reden. Leute, wisst ihr, was traurig ist? Ich habe meine Therapeutin verloren. Weil ich 25 geworden bin. Die ist ausgelaufen. Das ist so traurig, Mann. Ich war so lost, nachdem ich sie verloren hatte. Inzwischen geht's wieder, aber... Ah, Mann, ey. Der eine Mensch in meinem ganzen Leben, mit dem ich mal richtig Real Talks bitten konnte. Der eine Mensch, mit dem ich mal reden konnte. Vertrauenspersonsmäßig. Und der einfach 0% am Judgen ist. Zero. Und der mir halt den Kopf reparieren kann nebenbei noch. Sehr wichtig. Aber Leute, danke für den ganzen Support, Mann. Ich komme hier online, spiele dieses Spiel, was niemand interessiert. Außer Leo. Und ihr seid trotzdem da. Danke dafür, Leute. Was muss ich heute eigentlich noch machen danach? Nichts, ne? Nö, immer nichts. Doch, ich muss noch eine. Das mache ich gleich noch schnell. Ich muss noch meine Daily Instanz laufen für meine Quest.
Dann laufe ich Gymnastics. Für den Händler am Ende. Auch ein Tipp von Leo. Leo ist einfach mein Asia Wushu Lexikon. Ich muss jetzt los. Oh je. Okay, Akimaki. Akimaki muss jetzt los. Aki geht in die Brettspielbar. Mit einer Arbeitskollegin. Ich wünsche dir sehr viel Spaß, Aki. Ich hoffe, das wird richtig nice. Mit dir und deinen Arbeitskollegen. Ich hoffe, ihr werdet allerbesteste Freunde. Und wenn es dort nice ist, lad uns mal ein dahin. Jesse, hättest du auch mal Bock auf eine Brettspielbar? Die haben da sogar Yuri-Oa-Turniere und Abende und sowas, ne? Nur so mal, nebenbei. Und die spielen auch Dungeons & Dragons und sowas. Das wird da richtig organisiert und so, aber leider kostet das ein bisschen. Die wollen ja auch irgendwie die Miete und alles finanziert bekommen. Und die Arbeit vom Game Master und alles. Aber vielleicht würde ich dich aber auch einfach mal einladen, wenn du nicht so flüssig bist. Oh mein Gott, Yu-Gi-Oh! Bin leider zu weit weg. Aber bei Yu-Gi-Oh! Da hast du mit Jesse hier genau den richtigen Ansprechpartner. Was haben die denn für eine Paywall? Ich glaube, dieses Yu-Gi-Oh!-Turnier kostet einen Zehner. Aber die haben auch so Krimi-Dinner und sowas. Also Krimi... Ich glaube, das ist so eine Art Dungeons & Dragons dann auch. Nur irgendwie Krimi-mäßig. Und du musst da 35 Euro, glaube ich, zahlen, aber du bekommst dafür auch ein Essen und, glaube ich, zwei Getränke. Also es sind schon normale Restaurantpreise mit extra. Aber trotzdem halt schon preislich. Am preisig sein. Die haben morgen Yu-Gi-Oh! Okay. Ich freue mich auch, deswegen will ich pünktlich los. Auf jeden Fall, ich komme sofort. Sag mir Bescheid, wenn du losgehst, dann komme ich kurz an die Tür. Ich wünsche dir sehr viel Spaß da, Mann. Da hatte ich... Wisst ihr noch, als ich Comeback-Stream gemacht habe, als Gorg der Ork mich grün angemalt habe und dann alles im Bach runterging, das war so traurig, Mann. Aber eine gute Sache hatte das. Wir haben jetzt ein super Emoji. Das wollten wir ja auch noch machen. Wir wollten Dungeons & Dragons im Stream spielen. Da müsste ich im Discord immer wieder fragen, wer alles mitmachen möchte und vielleicht und den Typen wieder aktivieren, wenn ich ihn überhaupt wiederfinde. Ich hatte den mit meinem alten Discord. Weil mein Discord ist ja immer noch weg, wegen dem scheiß Hacker. Ich zahle jeden Monat 10 Euro. Und ich kann es nicht abbestellen, weil ich mich nicht in meinen Account einloggen kann. Ist es so scheiße. Und Discord an, ich habe den schon auf Twitter mehrmals geschrieben. Ich habe den über die Supportseite geschrieben. Die antworten nicht. Ich dachte, Discord wäre so gamerfreundlich. Wo ist die Antwort, Discord? Gib mir meinen scheiß Account zurück. Ich zahle seit 2018 oder sowas, zahle ich jeden Monat 10 Euro. Ich war mit jedem meiner Accounts dort verknüpft. Gib mir meinen scheiß Account zurück. Und warum ich darauf komme? Ich hab keinen Zugriff mehr auf meinen alten Discord, auf den Community-Discord. Ich bin ein Pleb auf Community-Discord. Ich kann teilweise Channels nicht mal sehen, weil ich keine Rechte habe. Es ist so kacke. Wenn da auch einfach von irgendjemandem genukt wird, habe ich Pech gehabt. Dann war's das einfach mit dem Discord. Ich habe auch schon überlegt, einen neuen zu öffnen. Aber ich will das alte Schiff eigentlich nicht untergehen haben. Master-Duell-Turnier on Stream? Oh nein, nicht der Master-Duell-Mittwoch. Das war damals ein Running Gag hier. Ich kann Yu-Gi-Oh! Kaum, Mann. Ich bin kein Yu-Gi-Oh! Spieler. Ich habe höchsten Spaß an den alten Sets.
die mit noch wenig Text und so. Die auf ganz entspannt. Da würde ich mal ein Turnier machen. Aber dann müssen wir auch genug Leute hier aktivieren, dass sie die mitmachen. Das ist immer das Problem, wenn man noch nicht die größte Community hat. Ich muss gleich schon rennen. Oh je, Aki. Yggdrasil heißt der Laden. Sagst hier mein alter World of Warcraft-Account. Okay, okay. Okay, die unterhalten sich über Yu-Gi-Oh! Aber stimmt, man braucht seine eigenen Yu-Gi-Oh!-Karten dann, ne? Aber es gibt doch bestimmt auch Leute, die spielen das, was du spielen möchtest. Du musst dich halt da ein bisschen mit denen connecten und so. Aber es wäre mal was. Das wäre mal was für echte Nerds. Von Nerds für Nerds. Vielleicht wäre das ja mal ganz geil für Social Contact. Mein Bus hat 6 Minuten Verspätung, vielleicht schaffe ich es noch. Ach, okay. Akilein, ich sag schon tschüss, tut mir leid. Okay, Leute, da bin ich. Da bin ich. Mal kurz Aki verabschiedet. Welcher Boss ist das, Ling? Ling, genau. Ling. Ey, Ling. Ich meine Leo. Leo, welcher Boss ist das? Ich habe überhaupt nicht drauf aufgepasst. Weißt du das zufällig? Jetzt hören wir komplett random Musik. Den habe ich noch nie gehört, den Song. Ich bin schon wieder 2 Stunden live, ey. Die Zeit vergeht so schnell. Der 3. oder 4. erst? Oh Mann. Ich bin einfach zu abgelenkt. Ah, es muss der 4. sein. Er spielt 4. Set. Die ersten 4 spielen auch die ersten 4 Sets, oder? 5. ist der Tankchef und 6 die Oma. Achso, okay. Ich hoffe, ich schaffe den. Wir müssen auch kein Turnier machen. Wir können irgendwas einen Stream machen. Interessant. Interessant, Jesse. Und in Deutsch? Was soll das bedeuten? Hab gerade meine Karten rausgekramt. Oh je. Du öffnest einen Booster aus Battle Pack 1 und dann die Lust haben im Stream nehmen eine Karte aus dem Booster und dann bauen wir alle unser Deck aus den Karten. Das klingt mir jetzt schon zu kompliziert, habe ich ja gar keinen Bock mehr drauf, Mann. Alles, Mann, alles. Daran ist alles kompliziert. Da ist so viel Vorbereitungszeit und so viel Dings. Wir sollten einfach Deckspiele, die existieren, Mann. Mit der guten alten Software. Und ich erst noch irgendwelches Set zusammenbaue. Oh, du hast ja Pop. Oh je, okay. Das ist echt dumm.
Und jetzt bist du schon im Bus? Kommst du nochmal zurück? Gute Idee, hab bei Master Duel nur ein Shadow Deck und keine Moneten. Ja, lass doch einfach diese Software verwenden. Wenn wir das denn vielleicht machen. Aber die brauchen das bestimmt nicht was. Ja, deine Karte hättest du auch mitnehmen sollen. Aber naja, du hast ja dein Handy, ne? Okay. Dann musst du versuchen... Dann musst... Ja, dann zahlst du halt über PayPal, wenn das geht. Ich hoffe, die nehmen Karte. Du hast ja noch dein Handy. Okay. Ich frage mich, wann Scandi-Döner endlich mal Karte nimmt, man. Die verweigern immer noch. Der beste Döner in Kiel. Lorin hat gestern extra gefragt, okay. Okay, gut. Schaffe ich das hier noch jetzt? Ich habe noch 3 Minuten auf die Uhr. Ich will dich nochmal verkacken. Gib mir meine Zertis. Gut, gut. Leute, wusstet ihr, dass es in der Hauptstadt, ich und Aki hatten mal ein richtiges Problem. Wir waren mal nach Berlin gefahren. Die gute alte Hauptstadt von Deutschland. Ein Schandfleck von Deutschland. Keine Ahnung, wer sich gedacht hat, das ist unsere Hauptstadt. Und wir waren in richtig vielen Banken, weil wir haben unsere Karten vergessen. Und wir wollten dann über Handy halt wireless an den Automaten und Geld abheben. Weil wir hatten kein Geld dabei, das war richtig schlimm. Und keiner dieser scheiß Automaten in Berlin hat wireless. Du kannst da an keinem Automaten mit Handy reinkommen. Es ist so nervig. Und hier in Kiel, jede zweite Sparkasse gefühlt, zumindest sieht, wo ich immer bin, kannst du einfach mit deinem Handy anstatt Karte rangehen. Weil das wireless geht. Aber in der Hauptstadt? Nee, warum sollte man das haben? Man geht doch eigentlich davon aus, dass die Hauptstadt die modernste ist. In Deutschland. Aber nee, Mann. In Deutschland ist die Hauptstadt einfach das Schandfleck. Wir waren in einigen Banken dort, um mal ein bisschen Bargeld zu kommen. Wenn sie Karte haben, passiert das Asia-Hang-Schicksal. Dann ist es schwer, Steuern zu hinterschlagen. True. Real talk. Der Bus ist sehr voll. Uff. Uff. Am Bahnhof ist das auch so. Was meinst du? Das geht bei uns sogar. Mein Dorf hat 1000 Einwohner. Echt? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Selbst das Dorf hat neue Automaten. Mit dem, ja, inzwischen in richtig vielen Orten. Aber in der Hauptstadt? Nö. Warum sollte man in Berlin sowas haben? Okay, das ist also der vorletzte. 5 Minuten. Ob ich das schaffe? Ich glaube ja nicht. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Gegner hier zu besiegen. Die haben so viel Leben. Die sind so nervig. Ich hasse das. Aber es gibt echt gut Chat-Zertifikate und sowas.
Da gibt es einmal einen Grinding-Part im Spiel und ich bin direkt abgefuckt. Dieses Spiel macht dich zum Anti-Grinder. Ich hab keinen Bock zu grinden. In WoW ist das hier Peak-Gameplay, okay. Oh, ich bin zum richtigen Hater geworden. Der Hater einfach. Wir gaben ja gerade den FOM aus wir haben ja gerade den FOM aus Berlin und er meinte auch, dass Essen technisch Berlin auch nicht auch echt semi-gut ist. Kiel ist wohl viel besser, echt? Ich habe gehört aber, dass in Berlin soll es richtig gutes Essen geben, aber ja. Die Berliner schwören auf ihre Currywurst. Ich glaube, wir haben 2 oder 3 Currywurst gegessen. Auch die, also auch die berühmtesten dort, die mit den besten Bewertungen. Nee, Mann. Ich sag nee, Mann. War echt nicht geil. Ich glaube, dafür musst du einfach dort leben und das einfach anerzogen bekommen haben. Oder auch, da soll es ja auch den besten Döner geben. Weiß ich nicht. Wir haben es jetzt nicht wirklich geschafft, da dort Döner zu gehen, essen zu gehen, aber ich weiß ja nicht. Moment. Ich kann sogar auf dem Bauernhof mein Fleisch kaufen und das mit der Smartwatch bezahlen. Alter, ich glaube, Dorf ist einfach bald, ist einfach weiter als Stadt bald. Die Dörfer lassen das nicht mehr mit sich machen, dass sie immer als hinterständig, dass sie halt hinterhängen. So, keine Ahnung, Deutsch schwere Sprache. Lernt man nur auf dem Dorf, dieses Deutsch. Okay. Wir haben keinen Bock mehr, dass hier immer gesagt werden, bei denen ist alles von damals. Hinterwelt, stimmt, Hinterwäldler. Danke dafür. Oha, die Technik kommt noch in dein Land. Auf dein Land, aber richtig. Wünschte, ich wäre doch mit dem Fahrrad gefahren. Ja, das denkt man sich immer, wenn man auf einmal im Bus auf einmal wieder ist. Warum bist du eigentlich nicht mit dem Fahrrad gefahren? Fahrrad ist einfach alles besser. Es ist schneller. Du musst nicht mit irgendwelchen Leuten sein, die sich alle böse angucken und alle keinen Bock auf ihr Leben haben. Er ist nicht überzeugt von Berlin Essen. Ich war auch nicht überzeugt, was wir da gegessen haben. Und wir haben schon die bestbewertesten Sachen rausgesucht. Berlin muss ganz schön rückständig sein. Oh ja. Ich habe gestern im Freilichtmuseum Herbstfest Currywurst gegessen. Was ist das? Was ist das Freilichtmuseum Herbstfest? Aber cool. Aber wohl die beste, die ich je gegessen habe. Echt? Jetzt hast du mich eifersüchtig gemacht. Erstens darauf, dass du irgendwo warst und zweitens auf die Currywurst. Aber alles an Essen dort war geil. Nice, Mann. Meistens schmeckt Currywurst auch. Ich keine Ahnung, was die in Berlin haben. Die sagen, die machen die beste Currywurst, aber mir hat's bis jetzt eigentlich immer überall geschmeckt, außer in Berlin. Keine Ahnung. Die sind einfach anders. Wir haben hier unten auch einen Laden mit einer riesen Currywurst. Die ist auch ganz geil. Aber die beste Currywurst, die ich je gegessen habe. Oh mein Gott. In Stralsund. Dort. In einer Kirche oder am Rathaus. Ich weiß nicht. Eins von beidem. Aber dort auf diesem Mainplatz. Da ist so ein, ich weiß gerade noch nicht, wie der Laden heißt, aber der ist da an der Ecke und da, ich und Aki haben dort eine riesen Currywurst gegessen. Erstmal preislich richtig gut, obwohl es voll der gute Laden ist.
Aber die Currywurst ist richtig gut bezahlbar. Und die ist auch wirklich riesig. Und die geben auch nur ein bisschen Pommes. Die machen nicht ganz viel Pommes, bisschen Currywurst. Wie es normalerweise üblich ist. Sondern die machen riesen Currywurst, bisschen Pommes. So wie es sein sollte. Und die war so lecker. Da kannst du auch den Schärfegrad einstellen, also sagen, welchen du haben möchtest. Boah, das war so eine... Oh, jetzt will ich die wieder essen. Verkackt, schade. Jetzt will ich nach Stralsund, Leute. Jetzt will ich Currywurst essen. Der eine Dönerladen war, okay, ist halt so ein Standardding. Ich wäre lieber zu Scandi. Ja, ja. Ich auch. Wir müssen ja auch keine 200 Hochhäuser aus dem Weg räumen, wenn wir ein Kabel verlegen wollen. True, true. Aber wir müssen irgendwann nochmal nach Berlin, aber erst, wenn sie das Haus da endlich geöffnet haben. Ja, wenn sie, sobald von deiner Hotelkette ein Haus dort ist, ja. Ja, einmal würde ich mir Berlin nochmal angucken. Vielleicht mal die andere Ecke von Berlin. Die nicht Full-Garden-Ecke. Aber wir sind schon sehr lange durch Berlin gefahren und es war schon sehr viel Garten. Good Life gibt es da eher weniger. Wahrscheinlich irgendwo da hinten in der Ecke. Da gibt es ein bisschen Good Life in Berlin. Aber das meiste ist ziemlich heruntergekommen. Und Baden-Württemberg ist reich. Warum wohl werden alle gefragt, ob sie schon mal hier waren? Aber ich habe gehört, man kann dort wenig machen. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Weil wir zu Fuß vom Hotel ausgehen und ich das nicht... Ach so, okay, ja. Dann ist das verständlich. Und danach müsstest du dann wieder zum Hotel laufen, wenn du das da stehen lassen würdest. Das wäre ja auch nervig. Wir haben auch ein Herbstfest im Freilichtmuseum von Molfsee. Was ist ein Freilichtmuseum? War ich schon mal in einem? Ich weiß nicht mal, was ein Freilichtmuseum ist, Leute. Der kulturell Unbewanderte. Ist die beste Currywurst nicht in Hamburg eigentlich? Der Laden hieß Wirtshaus, glaube ich. Okay, Leute. Hart Promo für Wirtshaus. Wenn ihr mal in Stralsund seid oder auf Rügen, ja, und dann kurz nach Stralsund, dann muss man ja vorbei. Ab ins Wirtshaus mit euch. Beste Currywurst auf Planet. Merkt euch meine Worte. Ich hadere mit mir, ob ich jetzt koche oder eine Döner erstelle. Leute, jetzt kriege ich langsam echt Hunger. Ich mache jetzt noch Gymnastics und dann gehe ich offline und dann gehe ich schön mir was reinschlambulieren. Nicht vergessen, einmal kurz hier das Token holen, Forbidden Instance, damit ich keine ID abgezogen bekomme. Habe ich irgendwas? Nee, noch habe ich noch nicht. Einmal nach Gymnastics rein. Das ist, wo ich war. Was war, wo du warst? Ja, genau deswegen habe ich mich entschieden, dass ich heute ohne Fahrrad komme. Dann müssen wir mal Molfsee. Ich war da mit Schule mal, okay? Okay, ich weiß nicht mehr, wo Molfsee ist. Du hast mich überzeugt, ich steige ins Auto und fahre 1000 Kilometer für Currywurst. Zu Recht. Ich gehe jetzt für den Rest des Streams AFK. Darius! Das geht doch nie. Darius! Guck mich an. Emotional Damage. Okay, viel Spaß, Habibis. Viel Spaß, Darius, beim AFK sein, Mann. Danke fürs Zuschauen, Brudi. Ich gehe duschen. Typischer Jesse-Spruch. Ich habe eine Psychose von diesem Spruch. Viel Spaß beim Duschen, Jesse. Viel Spaß. Wann gehst du eigentlich nicht duschen? Wie oft am Tag gehst du eigentlich duschen? Ich gehe duschen. Ich glaube, ich gehe duschen ist ein Codeword für irgendetwas.
Leute, was könnte ich geh duschen bedeuten? Was macht Jesse eigentlich in der Dusche? Escort and Lou? Nee, Mann. Gymnastics? Und dann erstmal AFK gehen zum Kochen. Ein Teil von mir, dass du bleibst, aber nicht dieser Bot, der wird einfach gebannt von mir. Beim Duschen ganz klar frittieren. Glaube ich auch. Was mache ich hier eigentlich? Das wollte ich gar nicht haben. Das brauche ich auch nicht. Kopf verbacktet vorbei. Der gute alte Crow. Vietnam-Flashbacks hier. So nostalgisch. Ich gehe nur duschen, wenn ich dir sage, ich gehe duschen. Das soll ich dir glauben? Ich glaub dir nichts. Okay, jetzt aber wirklich bye-bye. Okay, Aki, viel Spaß. Viel Spaß. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und dass ihr allerbesteste Freunde wird. Real Talk. Real Spit. Viel, viel Spaß. Was macht man sonst in der Dusche? Ja. Das frage ich mich auch. Du Süßi. Nee, ich nicht. Okay. Diese Instanz. Aber man kann sie einfach so Drive-by Brain AFK machen. Okay. Aki wird heute so eine Victoria-Erfahrung haben. Einer der besten deutschen Filme, die ich jemals gesehen habe, empfehle ich jedem, Leute. Victoria war einfach anders. So ein guter Film. So realistisch. Und alles one take, Mann. Leute, guckt euch Victoria an. Gleich, wenn ich offline gehe. Bitte. Wird so eine Victoria-Erfahrung haben und sie kommt so nach Hause mit den Worten, alles sind tot. Hoffentlich nicht. Naja, solange Aki überlebt, ist ja okay, ja. Aki, gönn dir. Solange du wieder nach Hause kommst, ist alles okay. Und wenn du auf einmal $50,000 oder so dabei hast, dann würde mich das auch nicht stören. Es wird bestimmt sehr gut. Sie hat sogar länger geplant als ich. Wir haben gestern zusammen den Tisch gebucht. Oha. Ja, ansonsten, wenn ihr da nicht mehr seid, ihr könnt ja danach immer noch was machen. Ihr müsst euch ja nicht direkt verabschieden. Ihr könnt ja auch noch in eine Bar gehen oder so. Keine Ahnung. Gönn dir den Abend, Aki. Gönn dir den Abend. Lass dich nicht hetzen. Lass dich nicht abwürgen wegen irgendwas. Solange es nice ist, ist es nice. Gibt nicht mal Alkohol. An der Bar, aber was macht sie da? Da fliegt mir doch das Blech weg. Jetzt muss ich den hören.
Okay. Also gibt es nur Drogen. Nur die harten Drogen. Also Alkohol. Okay. Alkohol und Heroin. Da fliegt mir doch das Blech weg. An der Bar, warum stehen die da? Da fliegt mir doch das Blech weg. Doch das Blech weg. Standard Bar halt. Alk und Heroin. Standard. Da fliegt mir doch das Blech weg. Alter, ich stehe einfach auf Jazz und Funk, Mann. Da fliegt mir. Nein, ich hab verkackt. Alter, der ist ja richtig am Flown. Das ist der Part, den ich nicht so mag. Aber den muss man halt einfach aushalten. Der Party-Streamer wieder, Leute. Ich dachte immer, Standardbar wäre Alk und Koks. Das ist tatsächlich true. Das ist tatsächlich true. Hier werden Facts gespittet. Alle guten Dinge sind drei. Bye, bye. Bye, bye, Aki. Viel Spaß. Bye, 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 bye. Bye, 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 meine Liebe des Lebens. Ja, es kann schön sein, dass man sich im Leben zweimal begegnet, doch es beim zweiten Mal dann einfach zu spät ist. So, mal gucken. Leute, wir prayen. 2, 1 und... Ja. Ja. Ist das derselbe Skill? Fallen Snow? Ah, ne, zwei verschiedene. Ja. Verkackt. Nicht so gut. Level 4 Page für 400 Liang? Ich weiß ja nicht. Ja, ne. Lohnt sich gar nicht. Ach, es gibt noch einen. Aber was ist das? Aber das Buch, ich weiß nicht mehr, was das für ein Skillset ist. Ja, brauche ich nicht. F. Schade. Dann einmal meinen Scheiß hier öffnen. Einmal der hier weg. Sheepskins auspacken. Sind die bound oder? Oh Mann, das sind bound Sheepskins. Aber dafür habe ich jetzt meine Weekend-Quest fertig. Dann geht's jetzt nach Sushu. Und dann, meine Freunde, geht es Scooby-de-Booba Dubidi-Doop. Nämlich offline. Da fliegt mir doch das Blech weg. An der Bar, warum stehen da? Was? Einfach mal einen Säugling schütteln. Okay. Wenn Cliff das sagt. Nachher noch ein bisschen Martial Challenge. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich jetzt gleich noch vorhabe. Also ich würde jetzt erstmal zu Ja tendieren. Aber ich weiß nicht, wie ich gleich wieder eingebunden bin. Keine Ahnung. Das ist jetzt Musik, die kenne ich nicht. Ich kenne nur diesen einen einzigen Song von Spliff. Leute, hören wir mal den Wrap-Up von MBZ 2024.
nebenbei ein bisschen was Ruhiges. MBZ Pineapple the Fruit Dude. Legt Tore oder wir fliegen über euch drüber. Glow up the Narrow Gang. Skrrr. Ich sag immer, wer Moneyboy nicht kennt, der liegt nicht im Trend. Und wer Moneyboy nicht mag, der liegt bald im Grab, Leute. Merkt euch das. MBZ Pineapple the Fruity Duty. Das ist so gut mit dem Delete-Ding, ne? Es ist so gut. Dass ich da nie selbst dran gedacht habe. Okay, Leute. Das war's mit dem Stream. Es war sehr schön, euch heute alle wieder zu sehen. Real Talk. Ihr habt mich von vorne bis hinten gerade 3 Stunden unterhalten. Ich hoffe, das hat auf Gegensätzlichkeit beruht, dass ich euch auch ein bisschen unterhalten konnte. Ich als Moti. Es hat mich sehr gefreut, dass Mike mal wieder heute hier war. Es hat mich mega gefreut, dass King Brot nach all der Zeit mal wieder da war, auch wenn er anscheinend irgendwann abgehauen ist, ohne Tschüss zu sagen, aber trotzdem sehr, sehr nice. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, der ist beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und natürlich ihr alle, Leute, ihr alle. Ihr alle. Aber bei den beiden war es halt heute sehr besonders, weil die nach super, super langen Zeit wieder da waren. Danke für eure ganze Unterstützung. Leo nochmal. Danke für die 15 Euro. Auf Ehrenbruderbasis werde ich mir gleich erstmal WT-Fast von gönnen. Nicht vergessen. Und ja, Leute. Ich hoffe, euch hat das Stream einigermaßen heute gefallen. Und ich sage dann, bis morgen, wenn wir wieder exakt dasselbe tun. Wie jeden Tag. Der Daily Daily Stream. Bye bye, Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Seid kein Ei und beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder heißt. Wir versammeln uns hier gemeinsam, gemeinschaftlich und miteinander um